So, schönen guten Tag und herzlich willkommen in die Heinrich-Böll-Stiftung. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind, seid, um mit uns das Thema institutioneller und struktureller Rassismus in Deutschland zu diskutieren. Kürzlich auf dem Flughafen in Berlin-Tegel nach der Landung aus einem europäischen Land hatte ich eine Erfahrung, die viele von euch und von Ihnen kennen. Trotz abgeschaffter Passkontrollen innerhalb der EU gibt es gelegentlich Empfangskomitees für Menschen wie ich. Nachdem das Empfangskomitee und ich uns gegenseitig virtuell blitzschnell. You have your translation, Richard? It's working? Great. Okay. Nachdem also das Empfangskomitee und ich uns gegenseitig virtuell blitzschnell gecheckt haben, geschah das Unvermeidliche. Am Ausgang der Gepäckausgabe kamen die beiden zivilen Sicherheitsbeamten direkt auf mich zu und wollten meinen Pass sehen. Mein Instinkt hat mich doch nicht getäuscht, sagte ich zu den beiden Beamten. Nein, ihr denkt immer so, entgegnete wie ertappt einer der Beamten lächelnd und freundlich. Während ich ihm meinen Personalausweis überreichte, fragte ich ihn: Was meinen Sie mit ihr? Ihr halt, war seine Antwort. So pflichtbewusst wie sie waren, haben die Beamten ihre Kontrolle natürlich durchgezogen. Für viele Menschen in diesem Land nichts Ungewöhnliches, beziehungsweise Alltag. Weshalb ich aber dieses Beispiel erwähne, ist die Selbstverständlichkeit, mit der die Antwort daherkam. Nein, ihr denkt immer so. Und genau das widerspiegelt die Realität und das Problem. Diskriminierung und Rassismus besteht quasi nur in den Köpfen der Diskriminierten. Genau dieses strukturelle Denken macht eine offene Auseinandersetzung mit den gesellschaftlich, politisch und institutionell häufig tief verankerten Problemen von Diskriminierung und Rassismus extrem schwer. Wie ist es anders zu verstehen, dass die über 180 Todesopfer rechtsextremer und rassistischer Gewalt seit 1990 nicht einen Aufschrei in der Gesellschaft und Politik hervorrufen und die Bundesregierung weiterhin kaum Handlungsbedarf sieht? Wie ist es zu begreifen, dass eine Schülerin mitten im Klassenraum und im Schulgebäude von ihrem Lehrer übelst rassistisch beschimpft und beleidigt wird und die Schule und die Schulbehörde einen solchen Vorfall zuerst zu vertuschen versuchen und hinterher als nicht gravierend bezeichnen? Wie sollen wir es verstehen, dass Migrantinnen und Migranten überproportional von der Arbeitslosigkeit betroffen sind, trotz ihrer guten Qualifikationen? Wie erklären wir, dass trotz immer diverser und bunter werdender Städte, Schulen und Universitäten die Schaufenster der Gesellschaft wie Medien, Politik, Management, Etagen oder der Wissenschaftsbetrieb immer noch hartnäckig weiß sind? Eine traurige Wahrheit lautet: Viele in diesem Land denken immer noch, dass das Problem Rassismus nur in den Köpfen der Diskriminierten existiert. Und dennoch, heute sind wir einen Schritt weiter. Trotz weiterhin bestehender Tabuisierung und Verleugnung der Realität, immer mehr Menschen, politisch Verantwortliche und Institutionen haben das Problem erkannt und diskutieren darüber. Die heutige Veranstaltung ist ein Beispiel dafür. Während die Heinrich-Böll-Stiftung, das Jüdische Museum Berlin und British Council an einem transatlantischen Austausch arbeiteten, waren ebenfalls die türkische Gemeinde in Deutschland und die Bundeszentrale für politische Bildung an dem Thema dran. Schließlich beschlossen wir, die Ideen und Kräfte zu bündeln und gemeinsam die Diskussion zu führen. Nicht nur um Ressourcen zu schonen, sondern vor allem breitere Allianzen zu schmieden. In diesem Zusammenhang geht mein großer Dank an unsere Kooperationspartnerinnen und Partner, Kenan Kolat vom Türkischen Gemeinde in Deutschland, Eva Södermann, Jüdisches Museum Berlin und Julia Rawlings, British Council. Vielen Dank auch an unsere Referentinnen und Referenten, die unserer Einladung gefolgt sind. Thank you, Richard, for coming all the way from the UK and welcome back to the Heinrich-Böll Foundation. Liebe Frau Lüders, lieber Marc, lieber Tahir, herzlich willkommen und natürlich Sie alle, die hier sind. Bevor ich das Wort an Kenan Kolat übergebe, möchte ich mit einem Zitat enden. Wenn ich den Status quo verändern will, muss ich ihn anerkennen. John F. Kennedy.
Ich wünsche Ihnen interessante und erkenntnisreiche Diskussion. Vielen Dank. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Mr. Stone, herzlich willkommen in Berlin. Frau Lüders, Herr Mark, Tahir, lieber Mekonnen, liebe Partnerinnen und Partner, wir freuen uns heute, diese gemeinsame Veranstaltung auf die Beine gestellt zu haben. Mein Dank gilt natürlich auch an die Bundeszentrale für politische Bildung, dessen Vertreter auch heute unter uns ist, Thomas Grüder, hat sich entschuldigt, aber hat mir versichert, dass er Erkenntnisse aus dieser Veranstaltung gerne aufnehmen möchte. Und ich kann Ihnen versichern, dass wir nicht loslassen werden. Morgen ist 20. Jahrestag von Mön. Vor 20 Jahren wurde ein Anschlag auf eine türkische Familie in der Kleinstadt in Schleswig-Holstein Mön ausgeübt. Bahide Aslan, Yeliz Aslan und Ayşe Yılmaz sind ermordet worden. Morgen tagt und geht der gesamte Bundesvorstand der türkischen Gemeinde nach Mön, um an der dortigen Veranstaltungen teilzunehmen. Und wir haben unsere Bundesvorstandssitzung extra nach Mön verlegt, wie die Grünen-Fraktion übrigens, auch der Rechtsextremismus-Kommission tagt auch am Samstag in Mön. Das ist die erste Veranstaltung, die jetzt wir gemeinsam durchführen. Es ist wichtig, dass wir diese Veranstaltung, die wir vorher als eigene Veranstaltung machen wollten, dann haben wir gedacht, wie Mekonnen das auch richtig gesagt hat, dass dieses Thema uns alle angeht und wir müssen dort gemeinsam diese Veranstaltung durchführen. Deswegen herzlichen Dank an für Heinrich-Böll-Stiftung, dass wir diese Räumlichkeiten hier benutzen können. Es waren über 180 Anmeldungen, die wir viele sozusagen ablehnen mussten, und wir werden die nächste Veranstaltung sicherlich in einer größeren Räumlichkeit machen. Die zweite Veranstaltung wird in Solingen stattfinden, am 29. Mai, 20 Jahre Solingen dann. Und die dritte Veranstaltung, die wir planen, ist dann wieder in Berlin, dann in einem sehr viel größeren Rahmen, wahrscheinlich im Haus der Kultur und der Welt. Mekonnen hat schon darüber gesprochen. Ich denke, in diesem Kreis ist es vielleicht nicht zu wiederholen, aber der Begriff Rassismus kommt ja sehr wenig in der gesellschaftlichen Debatte vor. Und jedes Mal, wenn der Begriff Rassismus vorkommt, dann versuchen die Politiker oder in der Debatte, dass neben diesem Begriff gleich der Rechtsextremismus genannt wird oder Fremdfeindlichkeit genannt wird, dass als man versucht, dieses Wort oder diesen Begriff Rassismus dann zu weich zu stellen, um dann nicht immer über Rassismus zu debattieren. Ich denke, wir haben ein riesiges Rassismusproblem in Deutschland, weil wenn ich das gesagt habe, ist es nicht so einfach, das zu sagen. Aber ich habe dafür sehr viel Kritik bekommen in der öffentlichen Diskussion. Aber was richtig ist, das werden wir weiterhin sagen. Ich war letzte Woche in Wiesbaden bei der Bundeskriminalamt-Sitzung, BKA-Sitzung, und dort habe ich vom Institutionen und strukturellen Rassismus in der Polizei, in den anderen Bereichen gesprochen. Der Vizepräsident, mit dem ich dann auf dem Podium war, hat gleich sehr harsch reagiert: Herr Koller, Sie werfen uns Rassismus vor. Er hat das nicht verstanden, worum es geht. Es gibt Rassisten natürlich in der Gesellschaft, auch in der Polizei, in der Gesellschaft, aber es gibt ein strukturelles Problem. Ich wollte dieses strukturelle Problem mal angehen, und dann habe ich das Beispiel genannt, was ich jetzt wieder hier tun werde, und dann hat er gesagt, ich habe Sie verstanden, aber ich sehe das nicht als institutionellen oder struktureller Rassismus, sondern es ist eine andere Wahrnehmung wahrscheinlich. Das Beispiel jetzt, LKA-Bericht vom 25.01.2007 über die NSU-Morde. Ich kann das nicht zitieren, aber ich gebe das dann wohl ungefähr so weiter. Für die Interessierten kann ich das zur Verfügung stellen. Dies ist in den Protokollen des Untersuchungsausschusses nachzulesen, beziehungsweise von einigen Anwälten haben wir das auch bekommen. Auf Seite 162 steht dort drin, es gibt immer eine Täteranalyse, wie kann es dann so ein Täter benannt werden. Also da schaut man, wie kann ich die Täter beschreiben und die Tat beschreiben. Dort steht dann auf Seite 162, wie ich gesagt habe, dass es bei diesem brutalen Tod es nicht um jemanden handeln kann, der
zu unserem Kulturkreis angehören kann. In unserem Kulturkreis ist so ein brutaler Mord nicht vorgesehen. So steht das drin. In dem Bericht, LKA-Bericht. So steht das. Weil das nicht bei uns sein darf, muss jetzt ja woanders gekommen sein, die Mörder. Und die sind dann in der Regel aus dem Mittelmeerregionkreisen wahrscheinlich zuzumuten, dass sie solche Taten ausüben. Als ich das dort beim BKA-Sitzung vor 500 Beamten, leitenden Polizeidirektoren vorgetragen habe, ging ein Raunen in der Runde. Und wie ich gesagt habe, was ich meinte, ja, das ist, was wir als struktureller Rassismus bezeichnen, dass Zuschreibungen, Stigmatisierungen so auf diese Weise stattfinden. Und ich denke, Marc wird uns sehr viel zu dieser Frage erzählen, kennt sich sehr gut aus. Liebe Freundinnen und Freunde, ich denke, wir müssen jetzt in der gesellschaftlichen Debatte diesen Punkt, den Rassismus und strukturellen Rassismus, institutionellen Rassismus, sehr viel mehr in den Vordergrund rücken. Die Aufarbeitung der NSU-Morde im Deutschen Bundestag laufen auf Hochtouren, nicht im Deutschen Bundestag, sondern im Untersuchungsausschuss, laufen auf Hochtouren. Da muss man alle Abgeordneten von allen Parteien, ausnahmsweise bis zum jetzigen Zeitpunkt, loben, dass sie wirklich eine gute Arbeit leisten. Weil wir bei den Grünen sind, kann ich aber die Grünen besonders loben, also, weil Christian Ströbel und Wolfgang Wieland wirklich sehr gute Arbeit leisten, aber genauso Petra Pau und auch die Bieninger, genau, von der CDU und Eva Högel machen auch gute Arbeit, Hartwig Wolf auch. Also da muss man wirklich alle Parteien nennen, dass sie da gute Arbeit leisten. Was wäre denn, wenn wir diesen Ausschuss nicht hätten? Ja, also was wäre denn, wenn wir den nicht hätten? Insofern war das eine gute Entscheidung des Deutschen Bundestages. Wir müssen von der gesellschaftlichen Seite dafür sorgen, dass dieser Ausschuss seine Arbeit dann vor den Wahlen, Bundestagswahlen natürlich beenden wird. Dann wird es einen Bericht geben. Aber ich denke, wir müssen alle in gesellschaftliche Kräfte dafür sorgen, dass dieser Ausschuss dann nach der Bundestagswahl wieder eingesetzt wird. Damit die Debatte nicht versendet und wegbricht, sondern wir brauchen diesen Ausschuss dann in einer anderen Form vielleicht. Wir müssen diese Debatte auf jeden Fall führen. Was die Debatte über, was die Bundesregierung eine Debatte führt, ist wirklich schleierhaft. Ich kann sagen, die Bundesregierung hat die Vehemenz dieser Probleme gar nicht verstanden. Die Bundeskanzlerin hat am 23. Februar 2012 hier in Berlin eine sehr gute Rede auf dieser Trauerveranstaltung gemacht. Und ich empfehle allen, die diese Rede noch nicht gelesen haben, nochmal zu lesen. Ich lobe nicht immer unsere Bundeskanzlerin, kritisiere sie in der Regel, aber in dieser Frage muss ich sie loben, weil sie hat eine gute Rede gehalten und jede Politiker, Politikerin muss diese Rede noch einmal und noch einmal lesen, vielleicht bei sich tragen, weil sie zum Beispiel auch gesagt hat, es geht nicht nur um Übergriffe, sondern es geht manchmal um Begriffe, die man benutzt, um andere sozusagen auch verletzen kann und dadurch auch Rassismus fördern kann. Insofern müssen wir diese Debatte fortführen. Die Bundesregierung bzw. der Bundesinnenminister führt eine Pannendebatte. Ja, es waren Pannen. Also ich habe mich gewundert auf der BKA-Tagung. Da hat er gesagt, ich danke allen Polizeibeamten, die dann maßgeblich zu allem beigetragen haben und alles getan haben. Er hat sich bedankt. Wofür hat er sich bedankt? Ich habe nicht verstanden. Hat er sich bedankt, dass man das alles verschreddert hat, die Akten? Hat er sich dann sozusagen bedankt, dass in falsche Richtungen ermittelt worden sind? Ich habe das nie verstanden. Und dann die Debatte um Verfassungsschutz, um Sicherheitsarchitektur in unserem Land. Das geht jetzt voran, hoffe ich, aber auch da bin ich skeptisch, weil man will sozusagen die Struktur beibehalten. Ich habe immer gesagt, es gibt den Verfassungsschutz. Wieso schützen wir die Verfassung? Wir müssen die Menschen schützen. Dieser Verfassungsschutz schützt nicht die Menschen. Deswegen braucht es abgeschafft. Wir können darüber nachdenken, ob der Staat andere nachrichtendienstliche Methoden und Sicherheitsarchitektur braucht, da kann man da durchaus darüber nachdenken und auch mal ein Bürgeramt oder Schutz für Bürgeramt oder Bürgerschutzamt oder sowas einführen, mit völlig neuen Leuten, mit völlig neuen Strukturen aber. Mit diesem Verfassungsschutz habe ich überhaupt kein Vertrauen und dieser Verfassungsschutz gilt abgeschafft, das kann man nicht reformieren. Und da werden wir das auch erleben in Zukunft, dass wir mit diesem Verfassungsschutz viel mehr Probleme bekommen. Ich hoffe, dass wir heute
nicht darüber sprechen, über Verfassungsschutz. Das kann ein anderes Thema werden, dann in der zweiten Sitzung, in der zweiten Phase dieser Zusammenkunft. Ich hoffe, dass wir heute aus den United Kingdom, aus England, Großbritannien viel lernen sollten. Das heißt nicht, dass unsere anderen Referenten nicht Experten sind. Natürlich sind die auch. Wir werden sehr viel, hoffe ich mal, heute mitnehmen und denke, dass mit Richard Stone wir einen anderen Blickwinkel bekommen, wie Mensch mit dieser Frage in einem anderen Land umgehen kann. Und das, denke ich mal, ist wichtig für uns alle. Herzlichen Dank und jetzt übergebe ich das Wort an unsere tolle Moderatorin Sanem Kleff. Ganz herzlichen Dank. Einen guten Tag erstmal Ihnen allen, meine Damen und Herren. Die Stichworte, die uns heute hier zusammengebracht haben, die haben Sie schon gehört von den beiden Vorrednerinnen, den Initiatoren sozusagen dieser Veranstaltung. Wir sind jetzt hier 20 Jahre nach dem Morden, den rassistischen Morden in Mölln. Wir sind hier, nachdem wir in den 20 Jahren seit der Wiedervereinigung, Mekonnen sprach es an, fast 200 Tote zu beklagen haben. Wir sind hier, weil wir vor einem Jahr die für uns alle, auch für diejenigen, die professionell mit diesen Themen befassten, schockierende Realität über die sogenannten NSU-Morde, rechtsextreme terroristische Organisationen, Strukturen, die systematisch morden, mit dem sind wir auch seit einem Jahr konfrontiert. Also spätestens jetzt, wir alle wissen genau in Deutschland, dass Rassismus kein Kavaliersdelikt ist, dass Rassismus nicht etwas ist, wenn ich bei einer Party den anderen doof finde und einfach drüber hinweggehen kann, sondern wir wissen, Rassismus tötet. Wir sprechen also heute über ein Phänomen, das ein existenzielles ist, für den Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft. Denn, das wäre ja eine These, die wir heute mitnehmen sollten, Rassismus tötet nicht nur in Anführungsstrichen seine unmittelbaren Opfer, sondern auch die Gesellschaft, aus der heraus diese Haltung wächst und von der sie getragen wird. Also es ist ein Thema für uns alle und nicht alleine ein Thema für die potenziellen Opfer des Rassismus. Wir haben also viel Anlass, darüber zu diskutieren. Noch einmal deshalb von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie Zeit mitgebracht haben, damit wir uns heute beschäftigen können mit dem, ja jetzt genauer, institutionellen und strukturellen Rassismus in Deutschland. Wir wollen etwas in die Tiefe gehen. Die türkische Gemeinde in Deutschland hat eine dreiteilige Reihe von Veranstaltungen dazu geplant, und zwar gemeinsam mit Partnern. Das Stichwort ist Allianzen bilden, Partnerschaften bilden. Und natürlich, einer der Partner ist ja die Heinrich-Böll-Stiftung, deshalb sind wir hier. Aber auch die anderen Partner des British Council und das Jüdische Museum zu Berlin, die unterstützt werden von der Bundeszentrale für politische Bildung, sind hier und unser Dank gehört dem ganzen Team, dass diese Veranstaltung hier zustande kommt. Worum soll es gehen? Wir stehen im Jahr 2012 lange nicht mehr am Anfang der Debatte über Rassismus, über institutionellen Rassismus, strukturellen Rassismus. Auch in Deutschland wurden diese Themen seit 10, 20, 30 Jahren diskutiert. Wir stehen nicht am Anfang, aber dennoch ist es so akut wie vor 20 Jahren darüber zu diskutieren. Genauer gesagt, in einem Papier der türkischen Gemeinde zu Deutschland steht genauer drin, dass sie das Ziel verfolgen wollen, die Bekämpfung des Rechtsextremismus und die Überwindung des institutionellen und strukturellen Rassismus voranzutreiben. Und dafür sollen die gemeinsamen Anstrengungen aller staatlichen wie zivilgesellschaftlichen Akteure gebündelt werden. Stichwort Partnerschaft, Kooperation. Und hier sind heute staatliche und zivilgesellschaftliche Vertreter, die mit dem Thema befasst sind. Und letzten Endes soll es darum gehen, etwas zu tun, die Realität zu verändern. Es sollen gemeinsame Strategien und Aktionspläne entwickelt werden, die eine Grundlage für ein gemeinsames Handeln bieten können. Heute wollen wir uns diesem Ziel, diesem Ambitionierten ein wenig nähern und nehmen uns die Zeit dafür. Kompetente Referentinnen und Referenten begleiten uns und ich
werde Sie heute durch den heutigen Tag und all diese Themen führen. Mein Name ist Sanem Kleff und ich bin die Vorsitzende des Vereins Aktion Courage e.V. und leite für diesen Verein das bundesweite Netzwerk der Schulen, die sich engagieren in dem Bereich im Rahmen des Projektes Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Habe also mit diesem Phänomen tagtäglich und professionell zu tun. Unsere Veranstaltung heute, es liegt ja ein Programmentwurf vor, den Sie haben, der grob so auch stimmt und umgesetzt wird, splittet sich auf in zwei Teile. Im ersten Teil werden wir alle vier unsere Referentinnen und Referenten einzeln hier hören. Sie werden referieren und Sie werden die Möglichkeit haben, als Publikum Verständnisfragen zu stellen. Nach dieser ersten Runde, wo alle einzeln hier zu hören sein werden, werden wir uns in der zweiten Runde am Nachmittag auf dem Podium gemeinsam wiederfinden. Für den Ablauf ist es wichtig, dass wir die Zeitfenster für die einzelnen Referenten gut einhalten. Wir bitten Sie und möchten Sie motivieren, Ihre Fragen und Nachfragen zu stellen, aber größere Statements doch gerne aufzubewahren für den Nachmittag. Wir werden diese Punkte sammeln. Also das heutige Ziel ist die Analyse und eine Begriffsklärung. Was eigentlich ist das, worüber wir reden, diese Phänomene? Dann wollen wir wissen, wie sieht es aus in Deutschland? Und dabei begnügen wir uns nicht mit vagen Beschreibungen, naja, mir begegnet auch Rassismus. Nein, wir wollen sehr präzise beschreiben, wo genau begegnet uns dieser institutionelle Rassismus. Beispiele aus dem Bereich der Sicherheitsdienste haben wir jetzt zweifach gehört. Dies wären zu ergänzen mit Beispielen aus anderen Lebensbereichen wie Bildung, wie Arbeitsmarkt, wie Gesundheit und so weiter. Also, und der letzte Punkt ist für den heutigen Teil eben Lernen von woanders, über den Tellerrand gucken. Heute gucken wir gezielt nach Großbritannien. Aber dazu später mehr. Unsere Referentinnen und Referenten werden jetzt in diesem ersten Teil jeweils vorgestellt, kurz von den Vertreterinnen und Vertretern der Partner, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben. Nun kommt aber als erster ein Vertreter, den Sie schon kennengelernt haben. Ich bitte Mekonnen Meskena hier auf die Bühne für die Heinrich-Böll-Stiftung. Er wird uns den ersten Referenten, nämlich Mark Terkesidis, vorstellen, der uns behilflich sein wird bei der Begriffsklärung. Bitte schön. So, das mache ich sehr gern, weil ich Marc, glaube ich, nicht sehr ausführlich beschreiben und vorstellen muss. Marc ist ein sehr engagierter Journalist, Autor und Wissenschaftler. Seine Themenschwerpunkte liegen hauptsächlich im Bereich Jugend und Popkultur sowie Migration und Rassismus. Sein aktuellstes Buch Interkultur haben Sie wahrscheinlich gehört oder auch in der Hand gehalten. Kann ich sehr empfehlen. Marc lebt in Köln und in Berlin und hat Psychologie studiert, hat als Journalist und Moderator gearbeitet. Er war Redakteur von Spex und hat auch für den WDR Funkhaus Europa lange Zeit moderiert. Marc kenne ich aus vielen Zusammenhängen hier in der Stiftungsarbeit. Zum einen, wie gestalten wir ethnische Vielfalt, wie gestalten wir Diversity auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch mit welchen strukturellen Schwierigkeiten haben wir es zu tun und wie beeinflussen Strukturen gesellschaftlicher Vielfalt und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Und in diesem Zusammenhang freue ich mich sehr, dass Marc heute die wissenschaftliche Perspektive auf dieses Thema, auf unsere heutige Diskussion geben wird. Und Marc, the floor is yours. Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung und für die Einführung heute. Es ist gar nicht so einfach, eine wissenschaftliche Einführung zum Thema Rassismus zu machen.
weil es ist ein wahnsinnig kompliziertes Thema. Ja? Also es ist nicht so, dass man irgendwie so eine Herrschaftsinstanz hätte, die Rassismus heißt und die man einfach so in der Welt findet. Es ist gar nicht einfach, es wissenschaftstheoretisch zu thematisieren, weil man ganz genau weiß, dass die Wissenschaft selbst in die Produktion dessen verwickelt war, was man Rassen nennt. Rassenforschung war ein Bestandteil der objektiven Wissenschaft. Insofern muss man auf dieser Objektivität auf die eine oder andere Weise ausbrechen, um das Thema Rassismus thematisieren zu können. Also es ist wirklich im Großen und Ganzen nicht besonders einfach. Es gibt ein schönes Bild, was die US-amerikanische Juristin Patricia Williams mal entworfen hat. Also wenn man über die Macht des Status quo von Rassismus spricht, dann hat das, ist das ungefähr so, wie als würde man über einen Raum sprechen, in dem mal ein Bett gestanden hat und dieses Bett steht in diesem Raum nicht mehr, aber alle Leute, die diesen Raum durchqueren, tun ständig so, als würde dieses Bett dort noch stehen. Also das heißt, wir reden im Grunde von einem seltsamen Phantom mit erheblichen Auswirkungen. Ja? Also man sieht es nicht, es ist aber tief eingelassen in die Struktur dieses Raumes, den wir beschreiben. Und genau deswegen ist es auch nicht einfach, wissenschaftlich darüber zu reden. Kurz, ich meine, es ist jetzt schon ein paar Mal getan worden, aber es lohnt sich dennoch mal kurz da zu investieren, wie die Gesellschaft mit dem Rassismus umgeht, weil es auch Auswirkungen darauf hat, wie wissenschaftlich mit Rassismus umgegangen wird. Also das letzte große Beispiel eines wie auch immer gearteten Antirassismus war der Film von Günter Wallraff, den vielleicht der eine oder andere gesehen hat, Schwarz auf Weiß. Ein ziemliches Fiasko, muss man sagen. Also Günter Wallraff hat sich selbst mandatiert, sozusagen unter kompletter Ignoranz jedes afrodeutschen Engagements in der Bundesrepublik, sich schwarz anzumalen und auszutesten, wie der Rassismus in der Bundesrepublik funktioniert, ohne zu wissen, dass Blackfacing eine rassistische Tradition sozusagen in den Vereinigten Staaten zumal hat. Sah auch einigermaßen seltsam aus, muss man sagen, als Blackface und hat sich dadurch möglicherweise auch in Situationen gebracht, die an Absurdität dann auch nicht zu wünschen übrig ließen. So hat sich Günter Wallraff dann auch als 60-jähriger Mann schwarz angemalt, mit einer Plastiktüte vor eine Diskothek gestellt und wollte da reingehen. Nein, es ist keine Diskriminierung, wenn man so nicht reingelassen wird, kann man sagen. Ja? Also das bringt jetzt, also hat uns nicht unbedingt weitergebracht, aber ich erwähne dieses Beispiel. Wie gesagt, auf der einen Seite durch diese Selbstmandatierung, die antirassistisch sein möchte, aber auf der anderen Seite über die Geschichte des Rassismus offenbar nichts weiß. Das ist das eine. Und zum anderen, wenn Sie den Film gesehen haben, wissen Sie, dass das auch in ganz bestimmte Richtung genommen hat. Nämlich Günter Wallraff hat im Grunde gesagt, Rassismus ist etwas oder rassistische Äußerungen sind etwas, das man vorfindet bei proletarischen Milieus, bei älteren Menschen und in Ostdeutschland. Ja? Und wenn Sie das dann sozusagen zusammen haben, repräsentiert von der guten Seele des Deutschen, verkörpert von Günter Wallraff, dann haben Sie im Grunde eine Entlastung in zwei Richtungen vorgenommen. Sie haben auf der einen Seite die deutsche Mittelschicht entlastet davon, irgendwas mit Rassismus zu tun zu haben, und Sie haben auf der anderen Seite sozusagen den strukturellen Aspekt des Rassismus überhaupt nicht erfasst, weil es sind immer sozusagen zurückgebliebene einzelne Personen, die in diese Angelegenheit verwickelt sind. Und das ist sozusagen eine sehr allgemeine Sichtweise in der Bundesrepublik. Und die Leugnung von Rassismus geht auch sehr weit. Also ich erinnere mich, dass ein Interview mit Tilo Sarrazin, kurz nachdem das Buch erschienen war, eingeleitet worden ist in der Zeit, glaube ich, war das mit den Worten, ja, wir wissen ja, dass Sie kein Rassist sind. Warum wissen wir das? Also Tilo Sarrazin hat in Lettre International behauptet, die Türken würden Deutschland erobern, wie die Kosovaren das Kosovo erobern würden, und das wäre ihm ja recht, wenn es sich um osteuropäische Juden handeln würde, die seien zumindest 15% intelligenter als der Durchschnitt der restlichen Bevölkerung. Okay, wenn man sich dann den Titel, Ehrentitel Rassist nicht also sozusagen verdient hat, ja, wann dann? Also sozusagen, wie hoch muss die Latte liegen, um sozusagen als Rassist bezeichnet zu werden oder um von Rassismus sprechen zu können? Und Sie sehen, dass das sozusagen eine gewisse Logik hat. Ja, also im Grunde, wenn man das mal phänomenologisch verfolgt, wird in Deutschland immer nur von Rassismus gesprochen, wenn es sich um extreme Ereignisse handelt. Also, wenn es geht um Gewalt gegen Einwanderer etwa oder wenn es geht um ausdrücklich formulierten Rechtsextremismus. Das sind eigentlich die Fälle, für die der Begriff Rassismus reserviert ist. Das hat sehr viel zu tun mit sozusagen der deutschen Vergangenheit, dass man eine Kopplung herstellt zwischen dem Rassismus und der Zeit des Nationalsozialismus und insofern natürlich immer denkt, dass das, was jetzt passiert, irgendwie harmloser ist als das. Aber alles ist harmloser als das. Insofern ist es nicht sehr schwierig. Ja? Also, und
Problem ist, dass Rassismus in diesem Fall dann sozusagen so eine erhebliche Störung im Selbstbild auslöst. Ja? So eine Art moralisches Problem darstellt, das man eben auch moralisch behandeln muss. Und ich würde gerne die Perspektive davon wegholen und in einen strukturelleren oder institutionelleren Zusammenhang setzen, damit man nicht immer nur von verfehlten Einzelnen oder moralischen Problemen spricht. Weil diese moralische Perspektive führt auf der anderen Seite immer dazu, dass auch der Vorwurf des Rassismus, Kenan Collard hat das eben geschildert im Gespräch mit dem LKA, immer dazu führt, dass das abgewehrt werden muss. Ja, also ich glaube, alle Leute mit Migrationshintergrund haben die Erfahrung gemacht, dass sie, wenn sie mal Diskriminierung thematisiert haben, dass ihnen gesagt worden ist, ja, das ist überempfindlich von dir, ja, dass du das jetzt so siehst. Das stimmt doch alles gar nicht. Das ist quasi auch so ein bisschen pathologisch oder neurotisch von dir, dass du das jetzt alles als Diskriminierung wahrnimmst. Also das heißt, das ist auch mittlerweile durch Untersuchungen ganz gut belegt, aus der Jugendhilfe zum Beispiel, Klaus Melter hat eine Untersuchung darüber gemacht, dass die Abwehr gegenüber der Thematisierung von Diskriminierungserlebnissen sehr hoch ist. Und vor allen Dingen bei den Guten in der Gesellschaft. Ja? Also zum Beispiel im Bildungsbereich. Erzieher, Jugendhilfe, Betreuer, Lehrer und so weiter sind Leute, die halten sich für die Guten in der Gesellschaft. Das heißt, bei denen ist es sozusagen besonders schwer zuzugeben, dass sie möglicherweise sowas haben wie rassistische Wissensbestände. Und da ist die Abwehr natürlich auch besonders hoch. Das ist sozusagen, liegt in der Natur der Dinge. Es wäre aber besser im Grunde anzuerkennen, es gibt so etwas wie strukturellen Rassismus, es gibt so etwas wie rassistische Wissensbestände, dann ist das für uns auch bearbeitbar sozusagen und wir können uns auch selbst möglicherweise moralisch von der Tatsache entlasten, dass wir in solche Wissensbestände verwickelt sind. Ganz blöd gesagt, von allem, wovon ich nichts verstehe, reproduziere ich sofort herrschende Klischees. Ja, das ist ganz einfach. Bei allen Themen können Sie anschneiden, was Sie wollen. Ich werde sofort anfangen, das zu tun, weil ich nichts davon verstehe. Das heißt, viele Leute, und weil sie keine Ahnung haben von bestimmten Themen und bei keinem Thema in Deutschland klafft das Alltagswissen so weit auseinander mit dem Expertenwissen wie beim Thema Migration, greift man im Grunde auf Wissensbestände zurück, die in der Gesellschaft verbreitet sind, was nicht bedeutet, dass man das gleichzeitig bösartig tut. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, dass man nicht immer sagen muss, es handelt sich um bösartigen Rassismus, wie im Fall Thilo Sarrazin im Übrigen, sondern es handelt sich auch darum, dass Leute auf bestimmte Wissensbestände zurückgreifen, weil sie einfach sozusagen von bestimmten Themen nichts verstehen und glauben, das sei eine adäquate Umgangsweise. Aber da komme ich jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen. Im Übrigen, also es hat jetzt sozusagen immer die Versuche gegeben, Rassismus anders zu erklären, durch Sonderkonstruktionen wie Ausländerfeindlichkeit oder Fremdenfeindlichkeit, die für meine Begriffe alle nicht auf das Phänomen zutreffen, weil sie sozusagen die strukturelle Komponente nicht entsprechend berücksichtigen. Und im Grunde sehen Sie im Übrigen auch in der Forschung, und deswegen hat das, was ich jetzt gesagt habe, auch Rückwirkungen auf die Wissenschaft, dass das Thema in der Wissenschaft immer nur dann eine Rolle gespielt hat, wenn es Anschläge oder Rechtsextremismus in der Gesellschaft gab. Das heißt, sozusagen 70er Jahre gab es das, gab es eine Forschung über Ausländerfeindlichkeit. 80er Jahre gab es das, wie gesagt, in den extremen Ereignissen gab es eine Forschung über Fremdenfeindlichkeit. In den 90er Jahren wieder dann über Fremdenfeindlichkeit und auch schon beginnend über Rassismus. Und das ist eine Forschung, die quasi dann einsetzt, wenn diese Ereignisse passieren. Und das ist eine Forschung, die dann abbricht, wenn man das Gefühl hat, die Sache hat sich erledigt. Und ich glaube, so kann man nicht denken. Es gibt so ein schönes Diktum von Franz Fanon, Rassismus ist nichts, was einfach auftaucht in einer Gesellschaft oder zufällig da ist in einer Gesellschaft, sondern wenn es da ist, dann ist eine Gesellschaft entweder rassistisch oder nicht. Und das betrifft diesen Aspekt des strukturellen Rassismus, wo man einfach sagen muss, das ist ein spezifisches Ungleichheitsverhältnis wie Sexismus oder Ähnliches, das in der Gesellschaft andauernd vorhanden ist. Und wir wissen nicht, ob das sozusagen in unserer Lebenszeit noch abzuschaffen ist, aber wir können etwas unternehmen, um dieses Ungleichheitsverhältnis auf spezifische Art und Weise einzudämmen, sagen wir mal so. Dafür müssen wir es aber erstmal anerkennen, dafür muss erstmal gesagt werden, was der Status quo ist. Nun, wie wäre Rassismus zu fassen? Und jetzt wird es ein wenig theoretischer. In Deutschland ist es so, dass man im Grunde immer davon ausgeht oder sehr lange davon ausgegangen ist, dass Rassismus ein Phänomen ist, das irgendwas zu tun hat mit Feindlichkeit zwischen Gruppen oder Individuen, die sich feindlich gegenüber bestimmten Gruppen verhalten. Da geht man aber sozusagen davon aus, dass diese Gruppen in der Gesellschaft existieren. Aber was ist das eigentlich, ein Ausländer? Ja?
Oder was ist ein Fremder? Was ist das? Selbst ein Türke, was ist das eigentlich? Also irgendwie da homogenisiert man sozusagen Gruppen, die auf diese sehr einfache Art und Weise in der Gesellschaft im Grunde überhaupt nicht vorkommen. Das heißt, wenn man über Rassismus redet, reden wir auch immer darüber, wie in einer gegebenen Bevölkerung eine Spaltung herbeigeführt wird zwischen wir und ihnen und wie innerhalb dieses Spaltungsprozesses Gruppen überhaupt erst produziert werden. Ja, also ich rede nicht über Feindlichkeit gegen Leute, von denen ich davon ausgehe, dass sie Ausländer heißen oder den ganzen Tag Ausländer sind, sondern ich frage mich danach, wie wird im Prozess des Rassismus der Ausländer produziert. Und damit rede ich von dieser Trennung zwischen wir und ihnen. Das ist auch das Problem, rein wissenschaftlich gesehen, was ich mit dem Begriff Vorurteil habe. Das ist ein Begriff, der stark kritisiert worden ist, schon in den 70er Jahren, weil er ausgeht von einem Einstellungskonzept. Aber bei Einstellungen habe ich das Problem, dass das immer etwas ist, was Individuen haben. Nur wie erkläre ich dann, dass das ein geteilter Wissensbestand ist oder dass so viele Leute diese Vorurteile haben? Zum Zweiten geht Vorurteil davon aus, dass es irgendein richtiges Urteil gibt über diese Gruppen. Also dass man, wenn man sagt, Ausländer sind faul, dass irgendwer sagen kann, Ausländer sind aber nicht faul, sondern Ausländer sind dann, ja wie, so und so, ja, oder sind wie wir oder was auch immer. Aber dass es diese Gruppe auf eine spezifische Art und Weise gibt. Und da sind wir auch schon sozusagen bei den Problemen im Wissenschaftlichen, weil die Rassenforschung maßgeblich dazu beigetragen hat, sozusagen über bestimmte Gruppen Wissensbestände zu bilden und das auf die negativste nur denkbare Art und Weise. Und dann rettet man natürlich, wie Günter Wallraff eben auch, sozusagen immer den aufgeklärten Wissenschaftler, der da entscheiden kann, was das richtige Urteil über diese Gruppen wäre. Also das heißt, es geht um die Produktion sozusagen bestimmter Gruppen und das ist eben das, was in diesem spezifischen Ungleichheitsverhältnis überhaupt erst hergestellt wird. Nun, wie geht diese Produktion vor sich oder wie kann man das definieren? Wie gesagt, es wird etwas theoretischer als sonst in meinen Vorträgen. Ich glaube, dass es zwei Mechanismen gibt, die ganz entscheidend benannt werden müssen, wenn man Rassismus als Vorgang definieren möchte. Und das eine ist Rassifizierung, ein zugegebenermaßen etwas seltsamer Begriff, aber den möchte ich so nennen. Und das andere ist die Ausgrenzungspraxis. Was ist Rassifizierung? Gibt es in anderer Theoriebildung, heißt es Rassenkonstruktion oder Rassialisierung oder wie auch immer, ich nenne es Rassifizierung, weil es mir kein schönes Wort, aber eins, das mir durchaus angenehm erscheint. Und mit Rassifizierung meine ich, dass im Prozess des Rassismus immer enthalten sein muss, die Festlegung einer Gruppe als natürliche Gruppe und gleichzeitig sozusagen Annahmen darüber, wie die Natur dieser Gruppe beschaffen ist. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass irgendwelche Gruppen in der Welt sind, sondern ich gehe davon aus, dass bestimmte Unterscheidungskriterien eingeführt worden sind, um bestimmte Gruppen erst zu konstruieren. Das heißt, dass Hautpigmentierung überhaupt irgendeine Rolle spielt bei unserer Wahrnehmung des Unterschiedes zwischen Menschen, ist im Grunde sozusagen tief in diesen Prozess der Rassifizierung eingelassen, weil es gibt überhaupt keinen Grund, warum wir das als Unterschied ansetzen sollten. Warum sind es Kopfbedeckungen? Warum sind es bestimmte Formen von Behaarung oder ähnliche oder bestimmte kulturelle Accessoires? Also sozusagen die Unterschiede selbst sind sozusagen wichtig für den Prozess der Rassifizierung, weil sie eine bestimmte Gruppe als natürliche Gruppe festlegen. Der zweite Prozess ist der, ich werde da nachher auch nochmal drüber reden, wie das mit der Ausgrenzungspraxis in Verbindung steht, aber vielleicht sage ich es jetzt, weil es das vielleicht nochmal verdeutlicht. Vor dem 15. Jahrhundert gab es im Grunde keine echte Idee davon, was schwarz bedeutete oder das war nicht mit Bedeutung aufgeladen. Erst im Prozess sozusagen der Kolonisierung durch die Spanier ist eine Gesellschaft entstanden in den Kolonien, die Immanuel Geismann als Rassenkastengesellschaft bezeichnet, in der der Unterschied zwischen Schwarz und Weiß der zwischen den Herrschern und der zwischen den Sklaven gewesen ist. In dem Moment hat man im Grunde erst angefangen, Schwarz oder Weiß als sozusagen Unterscheidungskriterien wahrzunehmen mit bestimmten Eigenschaften, nämlich, dass die einen sozusagen herrschen und die anderen in der Sklaverei waren. Und erst ab diesem Moment fängt man an, ein bestimmtes Wissen über diese Gruppen zu bilden, und zwar abhängig voneinander wird dieses Wissen über die bestimmten Gruppen gebildet. Also das heißt, Schwarz ist kein Kriterium, was einfach so in der Welt ist.
Ja, genauso wie alle anderen Kriterien zur Festlegung von natürlichen Gruppen, die sehen so und so aus, überhaupt keine Eigenschaften sind, die einfach in der Welt sind. Und bei Juden in Deutschland oder im deutschen Antisemitismus sozusagen waren die Eigenschaften natürlich besonders phantasmatisch, weil real gab es überhaupt keinen Unterschied sozusagen zu sehen oder zu erkennen oder zu fühlen oder zu schmecken oder sonst irgendwas. Aber all das hat man natürlich dann erst konstruieren müssen, um diese Gruppe als natürliche Gruppe festzulegen. Dann gleichzeitig wird die Natur dieser Gruppe formuliert in Abhängigkeit zur eigenen Gruppe. Wenn man sich rassistische Wissensbestände anguckt, dann verändern die sich über die Zeit, die finden aber immer in Abhängigkeit dessen statt, was es gerade für Werte in der Gesellschaft gibt. Ja, das heißt, in dem Moment, wo die europäischen Gesellschaften angefangen haben, sich als zivilisiert zu begreifen, mussten die Wilden zwangsläufig unzivilisiert sein. In dem Moment, wo man eine bestimmte Mittelschichtsmoral eingeführt hat, die auf Ordnung und Disziplin und so weiter beruhte, mussten die anderen unordentlich, wild und undiszipliniert sein. So leitet sich sozusagen das eine immer vom anderen ab. Das ist wie so ein Spiegelbild, wenn man so will. Und wir sehen natürlich auch, dass sozusagen die sich verändern. Heute reden relativ wenige Leute davon, dass Ausländer faul seien, was noch in den 60er Jahren ein absolut gängiges Klischee gewesen ist. Und heute redet man eben von anderen Sachen, die aber wiederum spiegelbildlich abhängig sind. Also die CDU hat irgendwann mal in einem Papier zur Leitkultur festgestellt, dass die Gleichheit zwischen den Geschlechtern Bestandteil der deutschen Leitkultur sei und dass sozusagen die Muslime diese Leitkultur noch nicht mit der Muttermilch aufgesogen hätten. Wir können nicht feststellen, dass das ein großes Thema gewesen ist für die Konservativen in den letzten 40 Jahren, aber es wird dann ein Thema sozusagen, wenn man das spiegelbildliche andere gewissermaßen erfinden muss. Also sehen, wie sozusagen immer das sehr abhängig davon ist, wie man das eigene konstruiert, wie man dann eben auch das andere konstruiert oder die Natur des anderen. Nun ist dieser Prozess der Rassifizierung immer gepaart eben auch mit materiellen Praxen. Ich glaube, ich habe das eben anhand der Rassenkastengesellschaft schon mal erklärt. Ich glaube nicht, dass man Rassismus begreifen kann, wenn man die materiellen Praxen nicht mit hinzurechnet. Und das ist das etwas, was Robert Miles mal als Ausgrenzungspraxis bezeichnet. Wir können jetzt irgendwie wahnsinnige Irrungen und Wirrungen bei der Definition gehen, weil er betrachtet das nicht als Bestandteil von Rassismus. Ich tue es schon. Ausgrenzungspraxis bedeutet nach Robert Miles, dass eben bestimmte Gruppen bei der Zuteilung von Dienstleistungen und Ressourcen beziehungsweise in der Hierarchie der Klassenverhältnisse über- oder unterrepräsentiert sind. Ja, das bedeutet, da kommen wir auf den institutionellen Aspekt, dass bestimmte institutionelle Formen dafür sorgen, dass es einen Unterschied zwischen wir und ihnen gibt, wie komplex das unterdessen auch immer geworden sein mag. Ein solches Moment ist etwa der Arbeitsmarkt. Und Immanuel Wallerstein hat mal davon gesprochen, was Rassismus in der Moderne ausmacht, ist Ausschluss durch Einbeziehung. Das heißt, Leute sind nicht eingeladen worden nach Deutschland als Einwanderer, um sozusagen in allen Jobsegmenten gleichmäßig vorzukommen, sondern die sind eingeladen worden, um in einem bestimmten Jobsegment, also untere, schwere, unqualifizierte Industriearbeit, zu arbeiten. Damit ist aber sozusagen schon ein Klassenverhältnis geschaffen, das sich vererbt, und wir sehen das heute noch an sozusagen den Unterschieden in den Bildungsabschlüssen, was die einheimische und die eingewanderte Bevölkerung im Durchschnitt betrifft. Und natürlich übersetzen sich die Jobs, die Leute machen, auch gleichzeitig in sozusagen Ideen davon, wie die sind. Also früher war der Begriff Ausländerjob vollkommen normal. Jeder hat diesen Begriff einfach so benutzt, und natürlich geht man davon aus, dass die Leute, die in solchen Jobs arbeiten, auch irgendwie prädestiniert dafür sind, dass sie diese Jobs machen. Das heißt, sie sind dann eben auch dümmer und so weiter und so weiter und wollen nicht so viel arbeiten und dies und jenes, und deswegen sind sie genau in dieser Form von Jobs gelandet. Das heißt also, der Arbeitsmarkt ist weiterhin sozusagen ein Produzent institutioneller Ungleichheit, auch wenn man mittlerweile angefangen hat, das zu begreifen und etwas dagegen zu unternehmen. In der Bundesrepublik war es eine zweite maßgebliche Instanz der Ungleichbehandlung, die Staatsangehörigkeit gewesen, die ja erst 2000 geändert worden sind. Das heißt, diese Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt wurde begleitet sozusagen durch eine ganz erhebliche rechtliche Diskriminierung in der Bundesrepublik. Und Staatsangehörigkeit ist nichts, was einfach keine Konsequenzen hat, sondern Staatsangehörigkeit prägt die Idee von der Mitgliedschaft in der Gesellschaft. Also wie ist jemand beschaffen, der dazugehört, und wie ist jemand beschaffen, der nicht dazugehört?
Und in Deutschland war diese Idee von der Zugehörigkeit lange vom Jus Sanguinis bestimmt, vom Blutsrecht. Also das heißt, wer dazugehörte, musste biologisch deutsche Eigenschaften tragen. Die wurden dann auch gleichgesetzt mit Wohlverhalten. Sie müssen sich mal sozusagen die Einbürgerungsrichtlinien von 1977 anschauen. Da wird definiert, wer willkürlich, also sozusagen per Dekret eingebürgert werden darf, wenn er kein deutsches Blut hat. Und es ist ganz klar, dass da gesagt wird, also man muss den deutschen Kulturkreis bejahen und man muss sozusagen in einer Persönlichkeitsfeststellung zeigen, dass man die deutschen Werte internalisiert hat. Also das bedeutet sozusagen, dass Deutschsein ganz klar in Verbindung gebracht wurde mit Wohlverhalten, weil sozusagen, wenn man straffällig geworden ist, durfte man natürlich auf gar keinen Fall Deutscher werden. Also das ist eine ganz, ganz intensive und fast totalitäre Idee davon, wie man zu sein hat, wenn man Deutsch ist. Hat sich mittlerweile verändert seit 2000. Also Änderungen in diesen institutionellen Regelungen lösen erhebliche Bewusstseinsveränderungen aus. Ja, also wir sprechen heute davon, dass 15% ein geschlossen rechtsradikales Weltbild haben. Wenn ich mir die Untersuchung anschaue seit 1950, sehe ich, es gibt immer 15%, die ein geschlossen rechtsradikales Weltbild haben. Wenn Sie sich die Untersuchung von Siegfried Jäger vom Duisburger Institut für Sprache und Sozialforschung von Anfang der 90er Jahre anschauen, dann werden Sie feststellen, dass ein ganz großer Teil der damals Interviewten krasse biologistische Vorstellungen hat. Und wenn Sie das heute analysieren, dann werden Sie feststellen, dass Sie das nicht mehr finden. Und das ist also nicht in der Form und nicht in dem Anteil von Leuten sozusagen. Was also bedeutet, es gibt, immer wenn es eine institutionelle Veränderung gibt, gibt es auch eine Bewusstseinsveränderung. Und das Staatsangehörigkeitsrecht war eine ganz erhebliche Veränderung. Nichtsdestotrotz ist das Staatsangehörigkeitsrecht weiterhin sozusagen auch in seiner Staffelung von Aufenthaltsgenehmigung und so weiter ein maßgebliches Element eines Ungleichheitsverhältnisses in der Gesellschaft, das man als Ausgrenzungspraxis bezeichnen könnte. Also das heißt, wir haben hier im Grunde so eine Art Apparat vorliegen, ja? Also aus materiellen Praxen und Wissensbeständen. Und in dem Moment gehe ich auch nicht mehr davon aus, dass einzelne Leute Vorurteile haben, sondern ich gehe davon aus, dass es einen Wissensbestand gibt, der diese Situation quasi materieller Ungleichheit reflektiert. Und das würde ich dann eben als rassistisches Wissen bezeichnen. Ja, also ich gehe nicht davon aus, Leute haben Vorurteile, ich gehe davon aus, es gibt in der Gesellschaft rassistische Wissensbestände. Und die gibt es, weil diese Situation in einer demokratischen Gesellschaft eigentlich gar nicht auftauchen dürfte. Also in einer demokratischen Gesellschaft sind wir sozusagen der Nullpunkt von Individualität. Wir gleichen uns, weil wir keine Eigenschaften haben. Das ist sozusagen die Idee einer demokratischen Gesellschaft. Und dass Leute Eigenschaften haben und wegen ihrer Herkunft diskriminiert werden, ist eigentlich in dieser Gesellschaft nicht vorgesehen. Und vor dem Hintergrund muss man erklären, dass es diese Gruppen eigentlich gibt in der Gesellschaft. Und man muss es legitimieren natürlich auch, dass es diese Gruppen gibt in der Gesellschaft. Das ist der Moment sozusagen, wo rassistisches Wissen zu einem maßgeblichen Bestandteil wird dessen, was man als sozusagen Rassismus bezeichnen kann. Ich will Ihnen ganz kurz in den letzten 5 Minuten noch so ein bisschen von den Effekten erzählen, die sozusagen vor allen Dingen die rassistischen Wissensbestände haben. Weil ich glaube, dass es notwendig ist, über die jetzt mal zuerst zu reden, weil man kann relativ genau sehen, wie auch in dem Gutachten, das eben erwähnt wurde, also diesem Profiling-Gutachten aus Baden-Württemberg, wo der Kulturkreis sozusagen zitiert worden ist, das ist auch ganz klar eine Rationalisierung und versucht das sozusagen abzuwerten. Und es zeigt sich auch, wie ganz bestimmte Wissensbestände natürlich ganz selbstverständlich wirksam werden. Und bei den NSU-Morden war es ganz klar, dass da ein ganz bestimmtes Bild vom Delinquenten vorherrschte. Ja, also dass sozusagen, wenn Ausländer umgebracht werden in der Bundesrepublik, man davon ausgeht, dass das nur ein Fall für Ausländerkriminalität sein kann. Und so, das waren die Wissensbestände, die man hatte. Und so hat man dann eben auch entsprechend agiert. Beispiele kurz, aber lieber aus einem anderen Bereich, nämlich aus dem Bereich Bildung. Es gab kürzlich eine schöne Untersuchung, also was rassistische Wissensbestände für Effekte haben. Es gab kürzlich eine interessante Untersuchung der Universität in Oldenburg, wo festgestellt wurde, Lehrer reagieren auf bestimmte Vornamen. Und da waren noch gar keine Vornamen türkische, griechische, russische genannt, sondern da ging es um Kevin. Der Name Kevin löst bei Lehrern sofort eine Assoziation aus, dass dieses Kind verhaltensauffällig ist oder dieses Kind mit einer höheren Wahrscheinlichkeit verhaltensauffällig ist. Was mögen diese Lehrer denken, wenn sie den Namen Mehmet hören? Ja, also wir wollen es uns gar nicht ausmalen. Aber das ist schon sozusagen, bei Kevin setzen sozusagen diese Ideen an. Und das ist ganz wichtig, ja, also dass man davon ausgehen muss, dass Lehrer solche Wissensbestände ganz selbstverständlich haben und dass das sozusagen zu ihrem praktischen Handwerkszeug
gehört im Umgang sozusagen mit der Schule. Das hat aber erhebliche Auswirkungen. Ja? Janet Scofield hat das mal Stereotype Threat genannt, also dass sozusagen Kinder im Unterricht davon, von diesen Klischeebildungen natürlich sozusagen, ja, die müssen damit leben. Ja? Also irgendwie so, und dass sozusagen Kinder mit Migrationshintergrund routinemäßig unterschätzt werden. Im Unterricht zum Beispiel führt natürlich auch dazu, dass sie sich auf eine entsprechende Art und Weise benehmen. Also Kinder erfüllen quasi die Erwartungen, die man an sie hat. Und wir sehen, dass sozusagen die Namen nochmal, also bei der Grundschulempfehlung wissen wir ganz klar, dass Kinder mit Migrationshintergrund trotz guter Noten regelmäßig auf die Hauptschule überwiesen werden oder auf die Realschule oder jetzt auf die Sekundarschule oder wie auch immer man das dann heißt. Ist nicht dasselbe, ich weiß, Entschuldigung. Aber, bevor ich mich hier im Kopf und Kragen rede. Also, dass die Hauptschul- und Realschulempfehlungen für Kinder mit Migrationshintergrund dadurch bedingt waren, dass man die Noten gar nicht in den Blick genommen hat, sondern dass man eine bestimmte Vorstellung hat von der Familie und diese Familie sozusagen als eine betrachtet, die nicht helfen kann auf dem Gymnasium und die quasi dysfunktional ist und dass man deswegen sozusagen davon ausgeht, dass die Kinder es auf dem Gymnasium nicht schaffen werden. Wird auch offen in verschiedenen Untersuchungen geäußert. Zweiter Auslöser jetzt im Bildungsbereich wäre das, was man sozusagen als eine gewisse naive Interkulturalität bezeichnen würde. Gerade die wohlmeinenden Lehrer sind sehr darauf bedacht, die Kinder, die anders sind, sozusagen auf eine spezifische Art und Weise anzusprechen. Ich kenne das noch ganz gut aus der Schule, wo ich immer der Fachmann für Griechenland gewesen bin, zu einem Zeitpunkt, wo ich noch gar nicht in Griechenland war. Aber trotzdem wurde immer wieder nach dem Klima gefragt, und so, ja, weiß ich auch nicht. Und dann gab es aber einen Lehrer, der sogar davon ausging, dass ich Fachmann für die griechische Antike sein müsste. Ja? Also es gibt so eine Idee davon, dass man glaubt, sozusagen Kindern mit Migrationshintergrund müsste sozusagen genetisch irgendein Herkunftswissen durch die Adern rinnen. Und dann kann man sagen, okay, das ist ja jetzt alles hier 35 Jahre her, was du erzählst. Aber das Gleiche passiert heute auf genau die gleiche Art und Weise, wenn es wieder heißt, Aisha, komm doch mal nach vorne und erklär uns den Islam. Ja? Weil Aisha kann den Islam nicht erklären, die ist ein Kind. Entweder ist ihre Familie gar nicht religiös oder die Familie ist religiös, aber dann ist das was ganz selbstverständlich zu Hause gemacht wird und nicht etwa etwas, was sozusagen Aisha schon in all ihren Ausführungen erklären kann. Ich sage auch nicht, Theo, komm mal nach vorne und erklär den Protestantismus. Und kürzlich erzählte mir ein Vater türkischer Herkunft, der meinte halt so, meine Kinder kommen täglich türkischer aus der Schule, als sie reingehen. Ja? Also weil sie sozusagen ständig mit Herkunft überfrachtet werden. Und da lacht man, aber das sind ganz, also Stereotype Threat habe ich eben genannt, aber das sind quasi Entfremdungserlebnisse, die man da hat. Und ich in der Untersuchung, die ich gemacht habe über Rassismus, spielt das eine große Rolle, weil sozusagen Kinder ganz häufig das Gefühl haben, dass sie natürlich ganz selbstverständlich dazugehören, dass sie aber durch eine Reihe von kleinen, ununterbrochen wirkenden Erlebnissen sozusagen, die durch rassistisches Wissen sozusagen motiviert sind, dass sie dadurch das Gefühl haben, dass sie anders sind, dass sie nicht dazugehören und so weiter. Ja? Und irgendwann schaltet man den Fernseher an und da erzählen sie Sachen, die genau in dieses Schema passen von dem, was ich schon die letzten Jahre gehört habe. Und da geht es nicht um bösen Willen und da geht es nicht um abwertende Diskurse, sondern da geht es sozusagen um eine Feststellung von, du gehörst nicht dazu. Ja? Also sozusagen eine ständige Bestreitung dieses Vorgangs. Dritter Punkt, und dann komme ich auch zum Ende, ist, dass sozusagen dieses rassistische Wissen im Bildungsbereich kulturelle Kurzschlüsse verursacht. Ja? Also Beispiel, in einer Kita, ein arabischstämmiges Paar hat ein Kind dort, das Kind fängt an zu beißen. In dem Moment sind sozusagen alle in der Kita erstmal der Auffassung, naja, das ist das südländische Temperament von dem Kind, ja? Das sozusagen dieses Beißen motiviert hat. Und das geht dann eine Zeit lang so weiter, dass alle der Auffassung sind, na, das ist das südländische Temperament, das Kind ist eben so. In dem Moment rede ich aber gar nicht mehr über das Kind. Ja, sondern ich rede nur noch über das südländische Temperament, was quasi durch das Kind hindurch beißt. Ja, das Kind hat im Grunde gar keine eigene Individualität mehr, sondern es ist nur noch das. Die Eltern haben dann darauf bestanden, dass das noch etwas weiter untersucht wird. Man stellt fest, das Kind ist sehr, sehr begabt und langweilt sich. Ja, und tut dann das, was Kinder sehr oft tun, wenn sie sich langweilen, nämlich beißen. Aber in dem Moment, wo ich sozusagen mich auf das südländische Temperament einige, und glauben Sie mir, das passiert sehr, sehr oft, gucke ich an der Individualität dieses Kindes vorbei, entantworte das Kind, wie ich das mal genannt habe, um sozusagen
Neologismus, mit dem man sozusagen rassistische Auswirkungen beschreiben kann, und sorge dafür, dass eben die, dass die Individualität des Kindes überhaupt nicht mehr da ist. Und das machen, ist eine Erfahrung, die sehr viele Leute machen, wenn sie sozusagen damit konfrontiert sind, dass andere Leute diskriminatorische oder rassistische Äußerungen machen, dass man das Gefühl hat, dass man, McCollin hat das eben sehr schön erklärt, ihr, ja, also dass sozusagen da irgendeine Substanz, das ihr gibt, die es unnötig macht, noch mit dem Individuum auf irgendeine Art und Weise zu kommunizieren. Und natürlich führen diese Wissensbestände auch zu anderen Konsequenzen. Wir wissen, die OSZE hat das gezeigt, dass man mit einem türkischen Namen eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit hat, in Deutschland überhaupt nicht zu einem Jobgespräch eingeladen zu werden, und so weiter und so fort. Bei der Polizei hat sich jetzt auch nochmal gezeigt. Ich glaube sozusagen, dass Maßnahmen in zwei Richtungen gehen müssen. Das eine ist sozusagen, im Grunde zwei Richtungen, die mit Rassifizierung und Ausgrenzungspraxis beschrieben sind. Das eine, ich glaube, man muss sozusagen bei den Leuten, die vor allen Dingen im institutionellen Bereich arbeiten, sowas herstellen wie ein Kontextwissen, und das ist was anderes als interkulturelle Kompetenz. Also interkulturelle Kompetenz ist mir zu ethnisch. Ich glaube, Kontextwissen, wie gesagt, gerade Schulen zum Beispiel, Lehrer wissen nichts über Migration. Ja, das kann man mal generell, wirklich ganz sehr wenig über Migration. Das heißt also, es wäre notwendig, über die Geschichte der Migration etwas zu wissen, über Aufenthaltsstatus etwas zu wissen, weil das Leben von vielen Leuten beeinflusst. Und es wäre nötig, was über die sozioökonomischen Situationen von Leuten zu wissen. Also das heißt, da müsste es ein kontextualisierendes Wissen geben, das auf den jeweiligen Arbeitsbereich der Personen zugeschnitten sein sollte. Das zweite ist, dass ich die Routinen überprüfen muss. Und da käme ich auf den Punkt der Ausgrenzungspraxis. Das heißt, ich muss sozusagen Prozeduren einführen, die Wirksamkeit rassistischen Wissens, wenn Leute das denn haben oder haben könnten, möglichst stark einschränken. Das heißt, wenn ich Rekrutierungsverfahren habe, zum Beispiel im öffentlichen Dienst, aber auch in Unternehmen, wenn ich da Verfahren anonymisiere oder sozusagen möglichst intersubjektiv nachvollziehbare Kriterien einführe, dann verhindere ich, dass dieses rassistische Wissen wirksam wird. Ja? Wenn ich die Schulempfehlung möglichst intersubjektiv überprüfbar mache, dann verhindere ich, dass das rassistische Wissen einfach so wirksam wird. Und wenn ich die Polizeiroutinen, und da wird der Stone uns gleich aus Großbritannien sicher noch was erzählen, wenn ich die Polizeiroutinen sozusagen auf eine ähnliche Art und Weise angehe oder intersubjektiv nachvollziehbar mache, dann verhindere ich sozusagen, dass das rassistische Wissen wirksam wird. Also das heißt, das sind die zwei Punkte, Kontextwissen und Routinen. Vielen Dank erstmal. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich werde jetzt dem Marc noch mal 5 Minuten geben, weil ich vorhin erfahren habe, dass er leider bei der Podiumsdiskussion nicht wird mit dabei sein können, sodass die anderen Referentinnen auf dem Podium mehr Zeit haben werden. Deshalb klauen wir uns jetzt, Marc, einige Minuten von den anderen Referenten und wir lassen noch mal Nachfragen zu. Zuhören kann man Marc Terkesidis sowieso 3 Stunden lang. Anekdoten gibt es ohne Ende. Aber bitte schön, jetzt vielleicht unmittelbare Fragen. Bitte schön. Ich glaube, ein Mikrofon kommt. Mein Name ist Sefta. Ich habe jetzt 2 Fragen. Und zwar, also wir haben jetzt Rassismus definiert, einigermaßen. Ich habe das auch ganz gut begriffen. Jetzt habe ich eine Frage. Und zwar, was meint institutionalisierter Rassismus? Weil das ist ja eine ganz bestimmte Art von Rassismus. Institutionell meint ja auch gewissermaßen ein regelgebundenes Verhalten, das auch Verhalten konditioniert und berechenbar macht. Und das können wir auch auf feste Behörden, für feste Behörden, also für feste Einrichtungen auch benutzen. Sprich, wo liegt eigentlich der Knackpunkt? Ist der Knackpunkt jetzt in dem Regelwerk oder bei dem Personal, dass sich nicht an dieses Regelwerk orientieren? Oder orientieren sie sich an diesem Regelwerk und sind deswegen rassistisch? Also ich habe das jetzt nicht so ganz genau begriffen, wo jetzt eigentlich der Knackpunkt beim institutionalisierten Rassismus liegt. Mhm. Also ich habe, das ist mir jetzt zwischendurch, mündliche Rede bringt da manchmal ihre Probleme, wenn es sich da durchgegangen. Also ich glaube, dass, also ich benutze den Begriff institutionalisierter Rassismus eigentlich gar nicht, weil ich glaube, dass Rassismus immer institutionell ist. Ja, also ich glaube, dass es gar nicht, dass es sozusagen gar keinen anderen Rassismus gibt. Ich meine, natürlich macht es in Deutschland Sinn, von institutionellem oder von strukturellem Rassismus zu reden, um das in Anschlag zu bringen gegen diese ewige individuelle Vorurteilsangelegenheit. Aber das Problem, was Sie jetzt benannt haben, ist natürlich ein Problem, mit dem ich immer umgehen muss, wenn ich von Rassismus spreche. Ja, das ist so eindeutig nicht.
Ja, das heißt, das kommt vor in individuellem Verhalten, das kommt vor in Routinen, die es gibt, das kommt vor bei den Wissensbeständen des Personals und so weiter. Der Punkt, wo ich sage, das ist institutionell oder das hat etwas mit Institutionen zu tun, ist, wo ich quasi sagen kann, zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt gibt es eine überdurchschnittliche sozusagen Positionsbesetzung durch eine bestimmte Gruppe in der Gesellschaft und das wäre dann der Nachweis, dass es sich um Diskriminierung handelt. Unzufrieden. Ja, ich bin auch noch nicht ganz zufrieden. Ich hake auch noch mal nach an der Stelle und zwar deshalb, weil wir uns ja heute explizit mit dem Institutionellen und Strukturellen beschäftigen wollen. Deshalb noch mal eins nachgelegt, Beispiel Schule. Ist es nicht so, dass wenn beim Einstieg in das System Schule unausgesprochen davon ausgegangen wird, dass jedes Kind, was eingeschult wird, Deutsch als Erstsprache mitbringt, dann in der Struktur, den Vorgaben, dem Regelwerk des Systems ein Handicap mit eingebaut ist für jedes Kind, was eben mit einer anderen Eigenschaft einsteigt. Genauso wie Rollstuhlfahrer sind nicht vorgesehen. Ist ja auch etwas, was von der Institution kommt. Ich glaube, so in die Richtung ging die Frage. Also auch eine farbenblinde Perspektive kann in den Auswirkungen diskriminierend sein. Also das ist auch nicht wirklich was Neues. Ja? Also das ist sozusagen, also wenn ich bestimmte Voraussetzungen mache, die für alle angeblich gleich sind, die aber sozusagen alle von vornherein in eine Ungleichsituation bringen, wie du es gerade benannt hast, dann ist das sozusagen, hat das strukturell diskriminierende Auswirkungen. Zufrieden? Also ich glaube, ich sehe das zu sehr aus einer politikwissenschaftlichen Sicht ja, ein. Ich kann Ihnen natürlich, also das Problem ist, also ich habe mich mit dem Institutionenbegriff und so weiter, ich habe zwei Bücher drüber gemacht, also da kann ich jetzt wirklich so lange drüber reden, was eine Institution ist und warum sozusagen das mit Institutionen zu tun hat und so weiter. Also das ist jetzt nicht leicht, sozusagen einer Politikwissenschaftlerin das in dem Kontext hier auf theoretisch hohem Niveau zu erläutern. Ich glaube vielleicht nochmal auf den Ursprung zurück. Also indem, dass ich das Wort Rassismus benutze und nicht das Wort Fremdenfeindlichkeit oder das Wort Vorurteil oder anderes, gehe ich im Grunde davon aus, dass ich ein strukturelles bzw. institutionelles Problem verhandle. Also der Begriff Rassismus ist mit seinem Ismus ein Wort, das mir den Vorteil sozusagen verschafft, von etwas Systematischem zu sprechen. Und damit bin ich sozusagen, dann gehe ich davon aus, Individuen sind darin verwickelt, und das können sie bösartig sein, ja, es gibt Nazis, darüber kann überhaupt kein Zweifel sein, das können sie aber auch nur sozusagen als Leute sein, die quasi rassistisches Wissen exekutieren, weil es ihnen gerade in den Sinn kommt oder weil es ein in der Gesellschaft verankerter Wissensbestand ist. Also geht es vielmehr um den Vorgang, wie Rassismus entsteht und nicht jetzt explizit um die Zuordnung, wo Rassismus gerade stattfindet. Wenn wir jetzt von institutionell sprechen. Es ist viel mehr dieser soziologische Vorgang, dass man ein gewisses Verhalten institutionalisiert, sprich rassistisch zu sein. Und das Verhalten. Nein, aber man institutionalisiert nicht den Vorgang, rassistisch zu sein. Das tut niemand. Man, man institutionalisiert die Einführung eines bestimmten Unterschiedes. Ja, also man hat nie Sexismus institutionalisiert, sondern man hat institutionalisiert, dass Frauen zu Hause bleiben und hinterm Herd stehen und für die Kindererziehung zuständig sind. Das können wir aber in seiner Struktur als Sexismus bezeichnen, weil es sozusagen Leute auf bestimmte Rollen festlegt. Also das ist der Punkt. Ja, es ist nicht institutionalisiert worden, dass jemand oder sich rassistisch verhalten soll, sondern es wird ein Unterschied institutionalisiert. Ja, genau. Jetzt würde ich gerne noch weitere, weil wir haben gesehen, zwei Bücher langen Inhalt schaffen wir jetzt nicht. Bitte schön. Sie haben von dem natürlichen Rassismus gesprochen und da würde ich... Da ist mir aufgefallen, dass Sie den innerdeutschen Rassismus eigentlich ausgelassen haben. Also das hat zum Beispiel die DDR-Leute betroffen, also zum Beispiel besonders auch damals noch vor der Wende, die Übersiedler oder Flüchtlinge, zu denen ich gehörte. Wir wurden wirklich als andere Rasse bezeichnet. Wir rochen anders, wir sprachen anders, wir dachten anders, wir aßen anders, wir bildeten uns was ein und so weiter. Das war richtig, man kann es wirklich als Rassismus bezeichnen. Und dann gibt es auch noch den Rassismus, innerhalb auch den, der wirklich die natürliche Rasse betrifft. Und zwar ist das... ich habe auch einen Antrag gestellt, damit hat sich der Bundestag auch beschäftigt, die Blondinenwitze und die Diskriminierung von natürlichen Blonden, also nicht die gefärbten, es sind ja von 30 sogenannten Blonden ist eine,
ein Blonder ist naturblond. So. Und da haben die sich damit beschäftigt, warum es also diese Diskriminierung gibt, diesem Dummen, die dummen Blonden, sogar in der Zeitung, ne? In unseren Tageszeitungen, die dummen Blonden, die blöde Blondine, die, ich weiß nicht was, lächerliche Blondine und so weiter. Und genauso auch Blauäugigkeit als Inbegriff des dummen, naiven, jemand ist blauäugig, der kapiert nicht gleich und so weiter. Da wurde sich damit beschäftigt, es durfte aber nicht als Rassismus aufgefasst werden, sondern man hat dann einen Paragraphen als Minderheitenschutz. Also die sozusagen die ja, worum ging es Ihnen? Mir geht es darum, dass es auch in Deutschland Rassismus gibt. Rassismus ist nicht gleich Ausländerfeindlichkeit und dass das immer außen vor bleibt. Naja, ich meine, gut, es hat mir jetzt Mühe gegeben, den Begriff Ausländerfeindlichkeit sozusagen nicht in dem Kontext zu benutzen. Darüber hinaus gebe ich Ihnen recht, also die Geschichte der Aussiedler hat gezeigt, dass dort die gleichen Vorgänge stattgefunden haben. Jetzt gäbe es noch Abgrenzungen zu den Blondinen, darauf will ich jetzt nicht zu sprechen kommen. Aber es gab ja einen Fall, der sozusagen auch als Antidiskriminierung thematisiert worden ist, wo bei einer Bewerbung neben einer Bewerbung geschrieben worden ist, Ossi. Wir erinnern uns an diesen Fall und der sozusagen nicht im Antidiskriminierungsgesetz wirksam wird, weil er nicht ethnisch sozusagen ist. Da kann Frau Lüders sicher gleich nochmal was dazu sagen, aber das wäre, also ich würde das auch unter Diskriminierung fassen, ganz klar, wenn daneben geschrieben wird Ossi. Also das ist keine Frage. Es gibt ein schönes Buch von Nora Rätsel von vor 10 Jahren oder so, die sozusagen den Wiedervereinigungsdiskurs und den Rassismusdiskurs miteinander in Verbindung gebracht hat, auf eine sehr interessante Art und Weise. Also es ist jetzt nichts, was da ausgeblendet wäre. Okay, wir müssen hier leider einen Punkt setzen. Vielen, vielen Dank, Mark Terkesidis. Wir nehmen einiges mit in unsere Diskussion. Und ich bitte jetzt als Vertreterin einer unserer anderen Partner dieser Veranstaltung, nämlich des Jüdischen Museums, Eva Södermann, hier ans Podium. Sie ist beschäftigt im Jüdischen Museum mit der, Achtung, das gibt's schon, die Akademie des Jüdischen Museums. Das hat mich überrascht und gefreut, dass schon so weit ist, wo die pädagogischen Konzepte und Programme des Jüdischen Museums wohl entwickelt werden. Da kann man nachher noch Fragen stellen. Und sie stellt unseren nächsten Referenten vor, nämlich Tahir Della, bitteschön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Referenten und liebe Gäste, ich freue mich sehr darüber, dass sich das Jüdische Museum hier in Kooperation mit der türkischen Gemeinde in Deutschland, der Heinrich-Böll-Stiftung und dem British Council an diesem wichtigen Nachmittag beteiligen kann. Inhaltlich knüpft die heutige Tagung an eine Veranstaltung an, die wir im September im Jüdischen Museum hatten, mit der Frage, gehört der Rassismus zu Deutschland und wenn ja, warum? Dort gab es auch einen sehr interessanten Vortrag von Mark Terkesidis. Ausgrenzung, Diffamierung, subtile und weniger subtile Hürden, Racial Profiling und sogenannte verdachtsunabhängige Kontrollen, das sind einige Stichworte, die zum Teil schon gefallen sind beim Thema institutioneller und struktureller Rassismus. Uns Veranstaltern war und ist es wichtig, heute auch Aktivistinnen und Aktivisten aus der Zivilgesellschaft zu beteiligen und den Rassismus und seine Auswirkungen aus ihrer Warte zu beleuchten. Ich habe die Ehre, Ihnen Tahir Della als nächsten Redner vorzustellen. Er ist Mitglied im Bundesvorstand der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland e.V., ISD. Die ISD wurde 1985 gegründet und setzt sich für die Interessen schwarzer Menschen in Deutschland ein, informiert über ihre Geschichte und Gegenwart und engagiert sich gegen Rassismus. Tahir Della ist seit 1981 bei der Initiative aktiv, also seit den frühen Anfängen. Auch als Fotograf hat er an der ISD-Wanderausstellung Home Story Deutschland schwarze Biografien in Geschichte und Gegenwart mitgewirkt, die seit 2006 durch Deutschland tourt und auch international in mehreren Ländern in den jeweiligen Goethe-Instituten gezeigt wurde. Seit längerer Zeit schon setzt sich der ISD mit einer Kampagne gegen das Racial Profiling ein. Seit dieser Woche gibt es eine Petition des ISD und des Büros zur Umsetzung von Gleichbehandlung gegen Racial Profiling, die beim Bundestag eingereicht wurde. Wir werden sicher gleich mehr darüber hören. Ich freue mich, Tahir Della nun das Wort zu übergeben für eine zivilgesellschaftliche Perspektive auf den Rassismus in Deutschland. Kommt was ich nicht so gern mache, sprechen vor vielen Leuten. Frau Södermann, vielen Dank für die einleitenden Worte.
den Veranstalterinnen von heute auch ein Dankeschön, Herrn Kollert ganz besonders, dass er auf uns zugekommen ist. Der Vorredner hat sehr beeindruckend schon sehr viele Aspekte abgedeckt. Auch ein Dankeschön an ihn. Das entlastet mich so ein bisschen, weil ich tatsächlich dann eher so als Aktivist sprechen kann, der tatsächlich seit Mitte der 80er Jahre jetzt bei der ISD arbeiten darf oder für die ISD arbeiten darf. Und ich versuche heute anhand von drei Arbeitsfeldern so ein bisschen abzudecken oder abzubilden, wo wir dran sind an Thema Rassismus, wie wir uns die Debatte vorstellen und wie wir tatsächlich Perspektiven einbringen in die Diskussion. Maya Yi, meine Autorin und Aktivistin der ersten Stunde der ISD und ADEFRA, bekam Mitte der 80er Jahre von ihrem Berliner Professor, der ihre Diplomarbeit ablehnte, in der sie sich mit der Geschichte der Afrodeutschen und Alltagsrassismus beschäftigte, die Antwort: In Deutschland gibt es keinen Rassismus, vielleicht in den USA, aber nicht hier. Diese Antwort ist, wie wir auch schon gehört haben, leider immer noch gängig und wird oft uns entgegengehalten. Und damit wischt die weiße Mehrheitsgesellschaft immer noch diese Diskussion vom Tisch. Also das Eingestehen von Rassismus fällt vielen Menschen immer noch sehr, sehr schwer. Diese Reaktion des Professors war für Mai und für zahlreiche andere Aktivistinnen jedoch glücklicherweise der Anlass, selbst das Heft in die Hand zu nehmen. Und inspiriert durch Audre Lorde, auch eine Autorin und Aktivistin aus Jamaika, ein Buch zu schreiben, was für uns sehr, sehr wichtig ist, nach wie vor, auch wenn es jetzt irgendwie über 25 Jahre, 26 Jahre zurückliegt, Farbe bekennen. Im Farbe bekennen haben schwarze Frauen zum ersten Mal tatsächlich aus ihrer eigenen Perspektive geschrieben. Sie haben nicht nur über sich selbst, also ihre persönlichen Biografien geschrieben, sondern tatsächlich zum ersten Mal aus der schwarzen Perspektive schwarze Geschichte abgebildet in Deutschland. Und so wird ein Grundstein gelegt für ganz viele Autorinnen, die inzwischen sehr viele Bücher geschrieben haben und auch sehr viele Publikationen rausgebracht haben, die unsere Perspektive in diesen Diskurs einbringt. Angeschoben oder durch dieses Buch angeschoben wurde die jüngere Bewegung von schwarzen Menschen in Deutschland, von Menschen afrikanischer Herkunft, die für sich aus der Isolation eines Nach-Nazi-Deutschlands ausbrechen wollten, mussten und dabei nach selbstbestimmten Definitionen ihres Daseins und nach eigenen, ihnen angemessenen Lebensentwürfen suchten. Wenn wir also heute von der jüngeren schwarzen Bewegung sprechen, so deswegen, weil auch schon lange vor der ISD Aktivitäten schwarzer Menschen in Deutschland im 20er Jahren stattfanden. So taten sich beispielsweise schwarze Arbeiterinnen, Gewerkschafterinnen, Künstlerinnen zusammen, um für ihre Rechte und Lebensentwürfe einzutreten. Der Begriff schwarze Deutsche, ebenso wie der Begriff Afrodeutsche, sind Eigenbezeichnungen, die in den Anfängen der sich in den 80er Jahren formierenden Bewegung, schwarzen Bewegung geprägt wurden. Diese Begriffe lösten sämtliche bis dato diskriminierende Bezeichnungen der Mehrheitsgesellschaft ab und erlaubten seither die Bezeichnung und Ausformung eines menschenwürdigen Selbstbildes schwarzer Menschen. Unter dem Namen der ISD, damals noch Initiative Schwarze Deutsche, entstanden in zahlreichen Städten wie München, Stuttgart, Freiburg, Hamburg, Hannover und Berlin und in großen Teilen NRWs und Rhein-Main-Gebiet lokale Initiativen, die jede für sich an den Leitideen weiterarbeitete und dabei nach und nach nach ihren Lebenszusammenhängen und ihren Perspektiven und Aspirationen veränderten. Die neue schwarze Bewegung wechselte in den ersten 20 Jahren ihrer Geschichte ihr Selbstverständnis, beziehungsweise reagierte auf interne Diskussionen, indem seit Mitte der 90er Jahre der bundesweite agierende Verein, ISD Bund, in dem ich auch im Vorstand bin, den Namen Schwarze Menschen in Deutschland annahm. Dies ohne die Geschichte der Selbstdefinition und der Selbstbehauptung zu vergessen, sondern vielmehr auf sie aufbauend. Wie schon angekündigt, ich will, oder die Arbeit der ISD besteht im Wesentlichen aus der Arbeit, dass wir mittels Kampagnen und Aktionen auf das Vorhandensein von Rassismus hinweisen und dafür sorgen, dass dieser in allen Teilen der Gesellschaft wahrgenommen wird. Rassismus ist kein ausschließliches Problem der Betroffenen, Rassismus betrifft uns alle. Ja, genau, dann fange ich jetzt mal an. Eine Kampagne, die aktuell noch läuft und auch nicht nur von der ISD allein getragen wird, Blackface. Die Wahrnehmung in der weißdeutschen Kultur- und Medienlandschaft ist von einer beharrlichen Deutungshoheit über das geprägt, was Rassismus ist und was eben nicht. Dies wurde deutlich in der Debatte über das an deutschen Theatern praktizierten Blackfacing. Blackfacing ist ein rassistisches Stilmittel,
das zunächst auf den Bühnen der USA der 20er Jahre eingesetzt wurde, um schwarze Menschen lächerlich zu machen und ihnen gleichzeitig den Zugang zu den Bühnen zu verwehren. In der britischen und französischen Kultur gilt Blackfacing als Ausdruck des Rassismus in der Kolonialzeit. Aber auch in Deutschland ist Blackfacing aus einer rassistischen Tradition gefolgt. Als Beispiel gelten Stilmittel der frühen neuzeitlichen Karnevalstraditionen oder der Darstellung in schwarzen in Filmen der DEFA beispielsweise. Übertragen auf die aktuelle Situation in Deutschland, wo laut der Erfahrungen schwarzer Schauspielerinnen angeblich zu wenig Rollen zur Verfügung stehen, ist Blackfacing ein Ausdruck dieser Ausgrenzung. Das heißt also, auch hier ist ein Mittel, was sehr lange zurückliegt, das zur Ausgrenzung führte, auch heute noch das Ergebnis davon. Doch wollen sich schwarze Aktivistinnen, Autorinnen, Produzentinnen, Künstlerinnen und Schauspielerinnen mit dieser Situation nicht zufrieden geben. Daher haben sich zahlreiche Gruppen und Initiativen formiert, um eigene Produktionen auf die Beine zu stellen und weiterhin Kritik an der deutschen Kultur und Medienlandschaft auszuüben. Angekündigt war ja auch schon Racial Profiling, auch eine aktuelle Kampagne, die wir derzeit durchführen, mit Unterstützung sehr vieler zivilgesellschaftlichen Gruppen. Angestoßen wurde das Ganze durch die Entscheidung in Koblenz. Racial Profiling beschreibt die diskriminierende Verwendung von Zuschreibungen wie ethnische Zugehörigkeit, phänotypische Merkmale, nationale Herkunft oder Religion als Grundlage für Personenkontrollen und Durchsuchungen ohne konkretes Indiz durch die Polizei. Während im europäischen Kontext die menschenrechtliche Einordnung dieses Phänomens noch weitgehend aussteht, ist in den USA mittlerweile längst ein Konsens darüber entstanden, dass Racial Profiling ein unzulässiges Mittel bei der Durchführung von Personenkontrollen sind. Auch hat der Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen 2009 die Praxis des Racial Profiling für menschenrechtswidrig erklärt. Offiziell gibt es Racial Profiling in der Bundesrepublik nicht. In einer kleinen Anfrage an die Bundesregierung lautet die Antwort der Bundesregierung: Der Begriff des Racial Profiling ist aus den USA bekannt. In der Bundesrepublik verbietet sich eine solche Vorgehensweise schon aufgrund des Grundgesetzes und des rechtsstaatlichen Systems. So einfach geht das. Daher bedient sich weder das BKA noch die Bundespolizei eines solchen Instruments. Der Vorredner hat es schon gesagt, ableugnen, damit muss ich mich nicht damit beschäftigen weiterhin. Obwohl Berichte von Betroffenen zigfach vorhanden sind und Beschwerden da sind, trotzdem muss ich das einfach auf diesem Weg einfach abstreiten. Schwarze Menschen in Deutschland und People of Color werden regelmäßig das Ziel von Racial Profiling durch die Polizei in Zügen, Bahnhöfen, Flughäfen und anderen öffentlichen Plätzen. Sie werden durch diese Kontrollpraxis der Polizei öffentlich als Verdächtige markiert, gekennzeichnet, wobei nebenbei auch noch in Frage gestellt wird, ob sie sich rechtmäßig in Deutschland aufhalten. Im Dezember 2010 wurde beispielsweise ein schwarzer Deutscher auf der Strecke Koblenz-Frankfurt im Rahmen einer sogenannten verdachtsunabhängigen Personenkontrolle von der Bundespolizei aufgefordert, sich auszuweisen. Da er bereits mehrfach selbst Ziel sowie immer wieder miterlebt hat, wie schwarze Menschen bzw. People of Color grundlos kontrolliert wurden, während andere Fahrgäste sich nie ausweisen mussten, weigerte er sich, seine Papiere vorzuzeigen und wurde daraufhin durchsucht und abgeführt. Seine gegen Racial Profiling gerichtete Klage vor dem Verwaltungsgericht in Koblenz wurde abgewiesen. Das Gericht hat sich in seiner Entscheidung die Kontrolle von Personen aufgrund des äußeren Erscheinungsbilds und hier wurde auch wieder klar, schwarze Menschen wurden als Fremdländer bezeichnet oder markiert. Das Gericht hat sich der Einschätzung der Polizei angeschlossen und hat Kontrollen aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes angeschlossen und damit zum ersten Mal tatsächlich Racial Profiling als rechtmäßige Polizeiarbeit festgeschrieben. Das OVG, Oberverwaltungsgericht in Koblenz, hat am 29.10. der Klage des Mannes statt, gab dem der Klage statt und stellte klar, dass die Polizeibeamten die Personenkontrolle nicht wegen der phänotypischen Merkmale hätten durchführen dürfen. Das Gericht sprach sich damit in diesem Fall gegen die Praxis des Racial Profilings aus. Leider stieß diese Entscheidung nicht in allen gesellschaftlichen Bereichen auf ein positives Echo. So erklärte Rainer Wendt, der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, dass dieses Urteil nicht gut ist, denn es schürt Konflikte. Und weiter,
Das Gericht mache schöngeistige Rechtspflege, aber richtete sich nicht an der Praxis aus. Für uns bedeutet so eine Äußerung natürlich, dass Polizeiarbeit nur unter rassistischen rassistischen Ansätzen möglich ist. Auch der Vorsitzende des Gewerkschaftsbunds in Hessen von der Bundespolizei, Josef Scheuring, erklärte, Anlass und Hinweis bezogen können die Hautfarben aber durchaus ein Grund für eine Kontrolle sein, etwa wenn ein Täter zuvor entsprechend beschrieben worden sei, was so gut wie nie vorliegt. Diese Einschätzung zeigen, dass die rassistischen Behandlungen in der Gesellschaft im weiten Teil nicht wirklich als Problem wahrgenommen werden, dass sie unter bestimmten Umständen sogar hinzunehmen seien. Welche fatale Folgen diese Haltung haben kann, zeigen uns die Mordszenen der NSU und das Versagen der Sicherheitsbehörden bei der Aufklärung. Eine weitere Kampagne, die im Prinzip anschließt an das Thema Racial Profiling, ist der Todesfall eines Flüchtlings in einem Dessauer Gefängnis. Der Vater Odigallo. Odigallo verbrannte am 7. Januar 2005 in der Zelle Nummer 5 der Polizeistation Dessau. Und bis zum heutigen Tag sind die genauen Todesumstände nicht nur unklar, sondern es werden immer mehr Details bekannt, die darauf hinweisen, dass er nicht, wie es die Beklagten und die staatlichen Stellen behaupten, durch Selbstmord ums Leben kam. Der Westafrikaner Odigallo hatte bereits auf seinem Heimatkontinent Flüchtlingserfahrung machen müssen. Er floh vor dem Krieg in seiner Heimat Guinea nach Sierra Leone und als auch dort Krieg ausbrach, nach Deutschland. Dort stellte er einen Asylantrag, der allerdings abgelehnt wurde. Herr Odigallo wurde allerdings der Status eines geduldeten Flüchtlings zuerkannt. In den frühen Morgenstunden des 7. Januar 2005 verließ Herr Giallo in stark alkoholisiertem Zustand eine Diskothek in Dessau. Auf der Straße sprach er eine Gruppe von Frauen der Stadtreinigung an und bat sie um die Nutzung eines Mobiltelefones, da sein eigenes nicht funktionierte. Die Frauen fühlten sich von dem betrunkenen Mann belästigt und riefen die Polizei. Die daraufhin eintreffenden Polizeibeamten nahmen Odigallo ohne Angaben von Gründen fest. Laut Angaben der beteiligten Polizeibeamten habe Odigallo Widerstand gegen seine Festnahme geleistet, wurde jedoch dennoch auf die Polizeiwache verbracht. Der diensthabende Beamte durchsuchte Odigallo und entnahm dabei seine Taschen, ein Handy, eine 50-Cent-Münze und ein paar Taschentücher. Nach ärztlicher Untersuchung, die einen erheblichen Alkoholspiegel ergab, wurde Odigallo dennoch gewahrstauglich erklärt und in einer Ausnüchterungszelle verbracht. Anstatt Odigallo einer ärztlichen Überwachung zu unterstellen, wurde er an Händen und Füßen, an Wand und Boden gefesselt. In diesem menschenunwürdigen Zustand lag der protestierende Mann mehrere Stunden auf einer feuerfesten Matratze. Irgendwann sei es dem gefesselten Flüchtling gelungen, ein Feuerzeug aus seiner Tasche zu ziehen und sich selbst anzuzünden. Im Verlauf des ersten Prozesses wurden Beweise unterschlagen, die angeklagten Polizeibeamten versteckten sich in Lügen und die anklagenden Behörden vermochten es nicht herauszufinden, was tatsächlich passiert ist und wer für den Tod von Odigallo verantwortlich ist. Folgerichtig wurde der Freispruch der Polizeibeamten in Dessau vom Strafsenat am Bundesgerichtshof in 2010 mit der Begründung aufgehoben, dass die Feststellung des Landgerichts nur schwer nachvollziehbar sei. Der Fall wird nun seit Januar 2012 neu verhandelt und dabei zeigt sich auch im zweiten Prozess, die Verantwortlichen nicht ernsthaft an der Aufklärung interessiert sind. Der derzeitige Innenminister Friedrich hat vor kurzem erklärt, dass er alles tun werde, um das Vertrauen gegen den Sicherheitsbehörden wiederherzustellen. Verschleppen, vertuschen, lügen, Kritikerinnen einschüchtern ist keine Maßnahme, die Vertrauen schafft, weder dem Verfassungsschutz noch anderen Sicherheitsbehörden gegenüber. Im Rahmen der Reihe Visionen der Zugehörigkeit im Jüdischen Museum in Berlin wurde kürzlich die Frage gestellt, gehört Rassismus zu Deutschland? Und die Stellvertreterin des Direktors des Museums erklärte spontan, Rassismus gibt es nicht in Deutschland und er gehört auch nicht zu Deutschland. Vielmehr gibt es einige Rassisten. Angesichts der von mir abgebildeten Lage eine schwierige Einschätzung und ich würde mir wünschen, dass sich Deutschland der Wirklichkeit stellt. Rassismus gehört zu Deutschland, so wie Schwarzwälder Kirschen und das Oktoberfest. Und nur wenn wir das wirklich wahrnehmen, können wir daran gehen, ihn zu bekämpfen. Ganz herzlichen Dank.
Wunderbar, und jetzt kann man noch Verständnisfragen stellen, bevor wir zur nächsten Referentin übergehen. Bitte schön. Wenn nicht, dann auch gut, weil wir sitzen ja nachher auf dem Podium zusammen. Vielleicht halten wir uns jetzt an den Ablauf, wenn nichts Dringendes ist, und machen weiter. Ja, vielen Dank dann erstmal für diesen ersten Part. Jetzt kommt unsere Referentin, Christiane Lüders, die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, wird vorgestellt von Mikkonen Meshenger, ich kriege das nie ganz hin, unserem Gastgeber. Den okay, vielen Dank. Auch nicht ganz unbekannt, Frau Lüders, und gerade auch hier bei uns sehr häufig Partnerin unserer Diskussion. Christine Lüders ist die Leiterin, seit 2010 Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, kurz ADS, genannt, welches im Jahr 2006 mit Inkrafttreten des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes eingerichtet worden ist. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist verwaltungsorganisatorisch und personaltechnisch, oder personalrechtlich, Entschuldigung, dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend angegliedert. Aber unabhängig, weisungsunabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. So, Frau Lüders hat davor, sie war bei Lufthansa, sie war auch Leiterin der, des Presse- und Öffentlichkeitsreferats im Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration in Nordrhein-Westfalen und war auch Referatsleiterin für Öffentlichkeitsarbeit und Beauftragte für Stiftungen im Kulturministerium in Hessen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Vorhin hat Marc auch in seinem Vortrag kurz über die anonymisierte Bewerbungsverfahren gesprochen, die Sie federführend geleitet haben, und ich freue mich sehr auf Ihre Perspektive. Dankeschön. Ja, sehr geehrter Herr Kollat, sehr geehrter Herr Meshkena, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich freue mich auch sehr, dass Sie gesagt haben, dass ich bzw. unsere Institution bekannt ist, denn das ist das Wichtigste überhaupt, mediales Interesse zu wecken und überhaupt mit diesem Thema, das mit Anti anfängt und Diskriminierung aufhört, wahrgenommen zu werden, das ist eine ganz wichtige Sache. Aber heute ist auch, meine Damen und Herren, ein ganz, ganz wichtiger Tag. Keine Rede an diesem Tag kann ohne die Erinnerung an das, was geschehen ist, was vor 20 Jahren passiert ist, sein. Und Kenan Kollat hat ja schon daran erinnert. Es ist die Nacht vom 22. auf den 23. November 1992, 0.31 Uhr, als das Telefon der Polizeiinspektion Mölln klingelt. Der Anrufer meldet sich mit den Worten: In der Ratzeburger Straße brennt es, Heil Hitler. Eine halbe Stunde später folgt ein weiterer Anruf, diesmal bei der Freiwilligen Feuerwehr: In der Mühlenstraße brennt es, Heil Hitler. Genau in diesen Minuten kommen drei Menschen ums Leben: die 10- und 14-jährigen Mädchen Jelis Aslan und Ayşe Yılmaz. Und ihre 51-jährige Großmutter Bahide Aslan. Die Ereignisse von Mölln waren für die Menschen in unserem Land ein Schock. Ein Schock, der viele aufgeweckt hat. 400.000 Menschen kamen zwei Wochen nach der schrecklichen Tat in München zusammen, um gegen Fremdenfeindlichkeit zu demonstrieren. Und die Täter? Sie wurden schnell gefasst und zu hohen Haftstrafen verurteilt. Heute scheint es anders. Herr Kollat, Sie haben schon mehrfach öffentlich bedauert, dass es keinen merklichen Ruck in der Gesellschaft gibt. Wo bleiben die Demonstrationen Hunderttausender? Warum gehen zum Jahrestag der Aufdeckung der NSU-Morde stattdessen nur Tausend oder Tausende auf die Straße? Ich kann hier nur Vermutungen anstellen. Vielleicht fühlen sich, anders als in Hoyerswerda, Rostock, Mölln und Solingen, dieses Mal viele Menschen in gewisser Hinsicht selbst ertappt.
Was meine ich damit? Ich meine damit, dass es damals keinen großen Aufschrei gab, als das Wort Dönermorde eingeführt wurde. Ich meine damit, dass es vielleicht nur wenigen seltsam vorkam, als die Polizei Sinti und Roma verdächtigte, weil eine weibliche DNA an verschiedenen Tatorten quer durch Deutschland gefunden wurde. Ich meine damit, dass die wenigsten sich etwas groß dabei gedacht haben, als zu vorschnell nach dem Bombenanschlag in der Kolbstraße nicht in Richtung Rechtsextremismus weiter ermittelt wurde. Vielleicht fühlen sich viele ein Stück weit als Zuschauerinnen und Zuschauer ertappt. Auch ich möchte daran erinnern, dass vor nicht allzu langer Zeit ein gewisser Buchautor in aller Munde war. Erinnern Sie sich noch an eine seiner zentralen Thesen? Türken und Araber hätten keine andere produktive Funktion als für den Obst- und Gemüsehandel. Ganz abgesehen davon, dass diese These falsch ist und Menschen mit Migrationshintergrund längst ein Rückgrat unserer Wirtschaft sind, was sollen die Angehörigen denken, wenn sie solche Thesen lesen? Die Angehörigen von Emma Şimşek etwa, Inhaber eines Blumenhandels, von Abu Darihim Özüdoğlu, er arbeitete in einer Änderungsschneiderei, oder von Süleyman Taşköprü, Obst- und Gemüsehändler, von Habil Kilic, Inhaber eines Obst- und Gemüsehandels, von Mehmet Turgut, er arbeitete in einem Dönerimbiss, von İsmail Yaşar, Inhaber eines Döner-Kebab-Imbisses, von Theodoros Bulgaridis, Mitinhaber eines Schlüsseldienstes, von Mehmet Kubasik, Besitzer eines Kiosks, oder von Halit Yozgat, Betreiber eines Internetcafés. Wie hieß es da? Keine produktive Funktion? Sehr geehrte Damen und Herren, Rassismus ist ein Problem der gesellschaftlichen Mitte. Daran gibt es keinen Zweifel. Wir als Antidiskriminierungsstelle haben im Jahr 2008 erstmals eine repräsentative Befragung zum Thema Diskriminierung im Alltag gemacht. Die Autorinnen und Autoren der Studie kommen darin zu einem dramatischen Ergebnis. In konservativen und bildungsfernen Milieus ist blanker Hass gegenüber Menschen anderer ethnischer Herkunft zu spüren. Hier ist man der Überzeugung, nicht Migrantinnen und Migranten benötigten Schutz vor Diskriminierung, sondern das eigene Volk. Es müsse vor den sozialen Folgen der Einwanderungswelle geschützt werden. Diese Einstellung findet sich auch in gebildeten Milieus wieder, ist dort allerdings subtiler. Die ablehnende Einstellung führt in vielen Fällen zu ablehnendem Verhalten. Im Jahr 2010 machte das Zentrum für Türkei-Studien und Integrationsforschung seine jährliche repräsentative Mehrthemenbefragung unter Eingewanderten in NRW und stieß auf einen erschreckenden Befund. Fast 40% der Türkeistämmigen berichten von Diskriminierungserlebnissen im Alltag. Die Benachteiligungen und Beleidigungen wurden vor allem in Bereichen erlebt, in denen eine ökonomische oder soziale Konkurrenz um knappe Ressourcen herrscht, so die Wissenschaftler. Eine repräsentative Studie, die der Sachverständigenrat für Integration und Migration im Auftrag der ADS erstellt hat, zeigt zudem, dass 9% der Befragten mit Migrationshintergrund sich durch Ämter und Behörden diskriminiert fühlten. Unterscheidet man die Befragten nach Herkunftsgruppen, so zeigt die Studie, dass ein Drittel der Befragten mit türkischem Migrationshintergrund über Diskriminierung durch Ämter, Behörden und auch Schulen berichten. Schon die PISA-Studie 2010 hat gezeigt, dass Kinder von Eingewanderten, Sie haben es ja auch schon erwähnt, bei vergleichbarer Leistung eine geringere Chance haben, eine Empfehlung für das Gymnasium nämlich zu erhalten, als deutsche Schüler. Sie sehen also, auch Lehrerinnen und Lehrer, die es so offensichtlich gut meinen, weil sie sagen, ja, dem können wir ja nur helfen, wenn wir ihn in die Haupt- oder Realschule schicken oder in irgendeine andere Schulform, dem helfen wir doch, weil seine Eltern ihm nicht helfen können. Das sind so die netten Lehrerwünsche, die gut gemeinten, die so schlechte und gravierende Folgen haben.
Diese Ungleichbehandlung setzt sich im Arbeitsleben fort. Für ein beim Institut zur Zukunft der Arbeit erschienene Studie haben Forscher mehr als 1000 fiktive Bewerbungen um Praktikumsstellen für Wirtschaftsstudenten verschickt. Und sie haben dabei identische Bewerbungsunterlagen mit deutschen und türkischen Namen versehen. Das Ergebnis, ich glaube, viele von Ihnen kennen es, war ernüchternd. Es war die Angabe eines türkischen Namens allein. Diese Menschen hatten Chancen, die sich reduzierten, zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden, um 24%. Aber im Arbeitsleben erfahren Migrantinnen und Migranten nicht nur durch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber Benachteiligungen. Antidiskriminierungsbüros berichten uns immer wieder über Diskriminierung durch Mitarbeitende der Arbeitsagenturen und Jobcenters. Ich habe vor einiger Zeit bei der Hürriyet eine Hotline geschaltet. Da konnten sich Menschen einfach bei uns, bei der Antidiskriminierungsstelle informieren, was sie gegen Diskriminierung tun können. Sie können sich nicht vorstellen, was ich dort für Anrufe erhielt. Ich erhielt Anrufe von hochqualifizierten Menschen mit türkischen Migrationshintergrund, den ich eigentlich gar nicht mehr erwähnen möchte, weil die Menschen leben hier in dritter und vierter Generation, hochgebildet, qualifiziert. Die erzählen mir, sie gehen ins Jobcenter, sind aufgrund von Insolvenzen einer Firma arbeitslos geworden und kriegen gesagt, du, dich setzen erst mal dahin, dann wir sprechen weiter. Man glaubt es nicht, dass heute noch so etwas möglich ist. Man glaubt es wirklich nicht, aber es ist so. Und ich dachte mir nach dem ersten Anruf, naja, jetzt kommen noch andere. 90% dieser Anrufe von gut gebildeten, gut hier in Deutschland ausgebildeten Menschen mit Migrationshintergrund haben diese Art von Problemen in Jobcenters kennengelernt. Und da ich meinen Auftrag in der Antidiskriminierungsstelle ernst nehme, habe ich mich daraufhin direkt mit Herrn Weise getroffen, dem Chef der Bundesagentur für Arbeit, und habe ihm diese Situation geschildert. Und da erwartet man vielleicht auch, dass der abwehrt, so wie bei der Polizei. Nein, ich muss hier lobend sagen, also er hat sofort gesagt, Herr Weise, Frau Lüders, das nehme ich sehr ernst, was Sie mir hier sagen. Und wir müssen dagegen etwas unternehmen. Seit diesem Tag, das ist nicht lange her, das ist vielleicht 2 Monate her, arbeite ich intensiv mit der Arbeitsagentur zusammen. Wir versuchen mehr Sensibilisierung, auch Sensibilisierungskurse für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort zu bekommen, damit wirklich diese Ressentiments einfach nicht weiter geschürt werden und ausgemerzt werden. Es kann doch wohl nicht sein, dass wir hier gut ausgebildete Menschen so behandeln. Geschweige denn fragen, wo kommst du her? Es kann doch nicht wahr sein, dass ich heute Frau Kleff frage, wo kommen Sie her? Was ist auch ein Unding. Wir werden Integration nur in diesem Augenblick erreichen, wenn wir Menschen nicht mehr fragen, wo sie herkommen. Sie alle gehören zu uns, so wie sie hier sitzen. Das sind Menschen, die sind hier in Deutschland groß geworden. Oder auch, oh, sie sprechen aber sehr gut Deutsch. Ja, wenn ich das höre, dann kriege ich auch die Krise, weil das geht nicht. Das müssen wir einfach verstehen, lernen. Wir leben in einer vielfältigen Gesellschaft und hier gilt es ganz klar zu wahrzunehmen, dass diese vielfältige Gesellschaft, in der wir leben, eine wahnsinnige Bereicherung ist. Vielleicht macht es auch etwas aus, wenn Menschen reisen. Ich bin sehr häufig gereist, durch Lufthansa natürlich auch oftmals verbilligt durch die Welt geflogen. Aber ich kann Ihnen nur sagen, das hat mein Leben maßgeblich bereichert, weil ich kam mit anderen Kulturen in Berührung. Und ich glaube, das ist wichtig für alle Menschen. Ja, Sie wissen natürlich auch, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, und Sie haben es ja angesprochen, sich mit dem Thema Racial Profiling auch natürlich beschäftigt. Und das ist schon sehr ernst zu nehmen, wenn Menschen uns berichten, dass sie sozusagen bei diesen Kontrollen aussortiert werden. Auch wir sind ganz eng mit der Bundespolizei im Gespräch und lassen da auch nicht locker und lassen uns auch nicht damit abspeisen, dass
die Polizeigewerkschaften sagen, ja, das kann ja manchmal so sein, aber im Großen und Ganzen laufen diese Kontrollen doch sehr gut. Zurück zu dem anderen Thema. Es macht mich auch sehr betroffen zu lesen und zu hören, dass die Opferfamilien der NSU-Morde Verdächtigungen durch die Polizei ausgesetzt waren. Diese Verdächtigungen und die einseitige Fokussierung der Ermittlungen auf die Ausländerkriminalität lassen sich sicherlich auf bestehende Vorurteile und Stereotype, Vorurteile, ich traue mich schon gar nicht mehr das Wort zu benutzen, nach dem, was ich von Ihnen gehört habe, wird jetzt schwierig gegenüber Migrantinnen und Migranten zurückzuführen. Diskriminierung durch Behörden, Ämter, Schulen und die Polizei sind besonders schwerwiegend. Warum? Ja, hier wirkt natürlich zusätzlich ein Macht- und Abhängigkeitsverhältnis, was fatale Folgen hat. Was wäre nun notwendig, um strukturelle und institutionelle Benachteiligung entschiedener zu bekämpfen? Aus unserer Sicht ist es notwendig, erstens in den Bereichen Bildung, aber auch in Behörden, Ämtern und Polizei umfassende Antidiskriminierungskonzepte zu entwickeln. Und ich rede nicht nur davon oder darüber, wir machen es auch. Die Antidiskriminierungsstelle ist aktiv. Ich hasse Politiker, die immer sagen, wir müssten, wir müssten, wir müssten. Dann tut's doch. Dann sollen sie es machen. Wir machen es. Wir setzen uns mit genau diesen Institutionen an einen Tisch und wollen sehen, was passiert. Auch ich, meine Damen und Herren, als Leiterin der Antidiskriminierungsstelle, Gott sei Dank unabhängigen Antidiskriminierungsstelle des Bundes, möchte an meinen Taten gemessen werden, wenn die Legislatur zu Ende ist und nicht an irgendwelchen Sprüchen. Aber natürlich muss es dabei erst einmal darum gehen, den Anteil bei der Polizei, gerade bei der Polizei, der Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund zu erhöhen und die interkulturelle Kompetenz, es ist auch so ein schönes Wort, aber Sie wissen, was ich meine, der Mitarbeitenden zu erhöhen. Aber das passiert schon, wenn mehr Menschen mit Migrationshintergrund dort in Arbeit kommen. Ich habe vielen Personalen im Rahmen unserer anonymisierten Bewerbungsverfahren, die nicht ganz unkompliziert waren, denn wir haben ja sehr deutlich gespalten, das haben Sie ja vielleicht in den Zeitungen oder in den Medien gelesen, was uns aber geholfen hat, denn alles, was spaltet und kontrovers diskutiert wird, ist auch erfolgreich insofern, weil man redet darüber. Aber ich habe den Recruitern gesagt von großen Firmen, dem Herrn Sattelberger, der damals für die Telekom noch als Personalchef verantwortlich war, meine Damen und Herren, es wäre so einfach, Vielfalt in unsere Behörden, in unsere Unternehmen zu bringen, wenn man sich die Recruiting-Teams anschaut. Jung, dynamisch, 30-jährig, Banker, ja, was glauben Sie, was die aussuchen? Die suchen jung, dynamisch, gleichwertig aus. Das ist völlig gaga. Also das heißt, Sie müssen anfangen, die Recruiting-Teams so zu bilden, dass sie Vielfalt abbilden. Sie brauchen einen Menschen mit Behinderung, Sie brauchen einen Menschen mit Migrationshintergrund, Sie brauchen jemanden mit schwarzer Hautfarbe und. Ich brauche Ihnen nicht zu erzählen, was Vielfalt ist. Alle Merkmale, die wir so gut kennen, müssen repräsentiert sein, um Vielfalt zu kriegen. Und das ist so einfach. Ich weiß nur nicht, warum die das nicht begreifen. Es ist wirklich so einfach. Wenn Sie ein vielfältiges Team haben, das ist erforscht, erhalten Sie automatisch Vielfalt. Aber ich arbeite daran. Außerdem brauchen wir Einrichtungen, nämlich unabhängige Beschwerdestellen. Noch zu oft passiert es einfach, dass Betroffene, die uns einen Diskriminierungsfall schildern, nicht ernst genommen werden. Da wird dann schnell, wie Sie auch schon gesagt haben, im Umfeld verharmlost, heißt dann, das war doch nicht so gemeint, ja, lapidar, oder nun hab dich doch nicht so. Beschwerden müssen ernst genommen werden und müssen mit Sachkompetenz geprüft werden. Erst kürzlich hat auch der UN-Menschenrechtsrat Deutschland empfohlen, unabhängige Beschwerdestellen für mutmaßliche Opfer von Polizeimisshandlungen, wie wir es gerade gehört haben, einzurichten. Drittens brauchen wir eine breite Allianz in Bund, Ländern und Kommunen, um gemeinsam gegen Diskriminierung vorzugehen. Ähnlich dem Nationalen Aktionsplan Integration und dem Nationalen Aktionsplan zur UN-Behindertenrechtskonvention müssen Maßnahmen gegen Diskriminierung und Rassismus gebündelt werden. Als Antidiskriminierungsstelle haben wir eine Koalition gegen Diskriminierung ins Leben gerufen,
Das sind Absichtserklärungen, die von Ländern und später auch Kommunen unterzeichnet werden. Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner erklären, dass sie zentrale Ansprechpartnerinnen und Partner benennen wollen, mit denen gemeinsam Strategien gegen Diskriminierung entwickelt werden. Bislang haben unter anderem Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg und Rheinland-Pfalz unterzeichnet. Ich hoffe, dass bald noch mehr Länder dazukommen. Seit diesem Jahr fördern wir auch Beratungsnetzwerke vor Ort, denn viele Personen wissen eben nicht, wohin sie sich wenden sollen, wenn ihnen Diskriminierung widerfährt. Wir sind froh, dass wir mit unserem Minimalbudget solche Netzwerke unterstützen können, und zwar bundesweit, was nicht ganz unkompliziert ist, auch rein haushaltstechnisch. Aber ich habe es geschafft und bin auch stolz drauf, trotz gekürzten Budgets letzten Jahr beginnen zu können, solche Netzwerke bundesweit zu gründen. Ein Problem habe ich, es gibt in den südlichen Ländern weiße Flecken, gerade in Bayern, da hätten die es mal nötig, so eine Antidiskriminierungsstelle einzurichten. Bisher habe ich es noch nicht geschafft, im Süden eine zu bekommen, obwohl wir eine sehr große, breite Ausschreibung haben. Aber ich arbeite dran. In Sachsen und im Osten haben wir Gott sei Dank eine, die im Aufbau ist. Ja, wir brauchen qualifizierte Beratungsstellen, um Betroffene natürlich kompetent unterstützen zu können. Unser Projekt Anonymisierte Bewerbungsverfahren möchte ich Ihnen hier nicht mehr im Detail vorstellen. Ich glaube, Sie kennen es alle. Ich bin stolz darauf, dass wir so viele Anfragen haben, sowohl von Unternehmen, Sie werden es nicht glauben, die kommen von selbst auf uns zu, wurde ja sehr widersprüchlich gerade von den Unternehmensverbänden diskutiert, die gesagt haben, das ist alles schädlich, das bringt uns nichts, das ist ein bürokratisches Monster, wurde wieder aufgemalt und aufgezeichnet. Aber wir haben in der Tat Unternehmen, wir haben Länder, Bundesländer, die die anonymisierte Bewerbung durchführen wollen, auch in Verwaltungen. Nordrhein-Westfalen wird es jetzt tun. In Baden-Württemberg gibt es einen eigenen Pilotprojekt, in Rheinland-Pfalz auch. Also wenn ich Bilanz ziehe, sage ich, ich bin stolz darauf, der Ball ist im Rollen. Wir haben niemanden aufgezwungen, es zu machen, und es kommt. Die Leute kommen, die Leute fragen. Ich würde sagen, die anonymisierte Bewerbung ist eine Frage der Zeit. Das wird kommen. Wir müssen internationale Standards haben. Da ist Deutschland rückständig. Ja, und dann müssen wir ganz klar, wenn Rassismus benannt wird, müssen wir Rassismus benennen können, ohne Abwehrmechanismen zu erzeugen. Auch ich mache immer wieder die Erfahrung, wenn das Wort Diskriminierung fällt, da wird sofort weggehört, verneint und dann noch Antidiskriminierung und Antidiskriminierungsstelle. Das ist schwierig, da gehen die Leute sofort in die Defensive. Viele fühlen sich dann auch persönlich angegriffen, wenn Diskriminierung thematisiert wird. Sie denken dann, dass ihnen sofort ein rassistisches Motiv unterstellt wird. Auch ist das Konzept der mittelbaren bzw. indirekten Diskriminierung noch zu unbekannt. Also wenn sich scheinbar neutrale Regelungen im Ergebnis als benachteiligend erweisen. Auch müssen wir uns stärker darüber austauschen, dass es unterschiedliche fachliche Verständnisse von Rassismus und Diskriminierung gibt. Mir fällt auf, dass beispielsweise Juristinnen und Juristen Rassismus anders diskutieren als Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler und hier dann oft buchstäblich aneinander vorbeigeredet wird. Herr Terkesidis, Sie sprechen davon, unmoralisch an das Thema heranzugehen. Auch ich denke, dass es einerseits richtig ist, einen solch pragmatischen Weg zu gehen. Das heißt natürlich, niemanden undifferenziert an den Pranger zu stellen. Es geht darum, die Ursache für Benachteiligung anzuschauen und dagegen vorzugehen. Einige gehen aber gar so weit, dass sie das Wort Rassismus vermeiden, weil sie befürchten, dass niemand mehr zuhört. Das darf natürlich auch nicht sein. Für die Betroffenen selbst stellen alltägliche Rassismuserfahrungen, seien es die verdachtsunabhängigen Polizeikontrollen oder subtile Sticheleien, große Verletzungen dar. Von daher ist es verständlich und notwendig, Rassismus zu benennen, auch im moralischen Sinne zu verwenden. Zweitens frage ich mich, ob und wie wir die historische Dimension, und damit meine ich die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, in der gegenwärtigen Diskussion um den institutionellen Rassismus mit einbeziehen können. Ich möchte auf ein konkretes Beispiel eingehen.
Das Bundeskriminalamt hat von 2008 bis 2011 ein Forschungsprojekt in Auftrag gegeben, das sich kritisch mit der Geschichte der Behörde, insbesondere mit Blick auf den sozialhistorischen Kontext ihrer Gründung und möglichen Nachwirkungen des Nationalsozialismus auseinandergesetzt hat. Im Rahmen des Forschungsprojektes wurde auch der Umgang des BKA mit Minderheiten und hier besonders mit Sinti und Roma untersucht. Die Studie zeigt, dass Polizistinnen und Polizisten lange der Vorstellung folgten, Sinti und Roma müssten eine besondere Bedeutung in der Strafverfolgung einnehmen. Hier waren Beamte beteiligt, die schon vor 1945 an mehreren NS-Verbrechen beteiligt waren und für die Verfolgung und Kriminalisierung von Sinti und Roma zuständig waren. Sie setzten im Nachkriegsdeutschland die Schikanen fort. So veröffentlichten Beamte in Fachkreisen, Tagungen und Fachzeitschriften Texte voll mit antiziganistischen Stereotypen. Eingang fanden diese in bürokratischen Routinen wie der polizeilichen Datenerfassung, in statistischen Auswertungen, Meldungen und Fahndungen. Erst in den 80er Jahren sollte sich hier auf Druck von Roma-Organisationen und Politik langsam etwas verändern. Die Autoren der Studie stellten auch fest, dass sich das BKA bis 2001 an einer kriminalpolizeilichen Bund-Länder-Zusammenarbeit beteiligt haben, die als Diskriminierung der Sinti und Roma interpretiert werden kann. Zudem kritisieren die Autoren der Studie, dass bis heute die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keine angemessenen Informationen und Fortbildungen erhalten, um den polizeilichen Umgang mit Sinti und Roma zu reflektieren. Ich denke, dass dieses Beispiel zeigt, wie eine historische Aufarbeitung die Gründe und Ursachen für rassistische Praktiken liefern kann. Andererseits zeigt dieses Beispiel, wie Rassismus auf unterschiedliche Ebenen wirkt. Als Zusammenspiel von Personen, Regelungen und Verfahren sowie Traditionen, Wissensproduktion in einer Organisation. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sehen, was die Bekämpfung von institutioneller und struktureller Benachteiligungen angeht, gibt es in Deutschland noch viel zu tun, leider. Umso wichtiger ist es hier, dass wir gemeinsam darüber sprechen und auch versuchen, gemeinsam etwas dagegen zu tun. Das gibt mir jetzt abschließend noch die Gelegenheit zu einem kleinen Werbeblock für die türkische Gemeinde, für die TGD. Ich denke, man kann das nicht hoch genug anrechnen, welche Rolle die TGD als Mahnerin und treibende Kraft in der Diskussion um die gesamtgesellschaftliche Bedeutung der NSU-Morde beispielsweise eingenommen hat. Das kommt auch in der Organisation dieser ganz wichtigen Veranstaltung, findet hier auch statt, weil die TGD sich natürlich um viel, viel mehr kümmert, ein treibender Motor ist und dieser Motor unter Kenan Kollat mit seinem Team ein ganz wichtiger Motor für Deutschland ist. Und dafür danke ich Ihnen. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank, Frau Lüders, für Ihren Beitrag. Ich behalte Sie noch eine Sekunde hier. Wir sind gut in der Zeit und leider wird auch Frau Lüders uns verlassen müssen vor dem Podium. Deshalb, bitteschön, können Sie vielleicht das Mikrofon annehmen? Ja, Frau Lüders, meinen Sie eine quantitative Veränderung, eine qualitative, das, was der erste Redner gemeint hat, damit strukturelle und institutionelle Veränderungen herbeiführen kann? Ja, ich hoffe, dass wir uns alle damit erstmal auseinandersetzen. Wenn die Analyse geschehen ist, wäre es schlimm, wenn keine Taten folgten. Und ich gebe nie die Hoffnung auf, das darf man auch nicht, weiter daran zu arbeiten, jede Form der Ungleichbehandlung zu verhindern. Bitte schön. Mich würde interessieren, wie der Stand der Forschung ist. Ich höre jetzt aus allen Beiträgen, es gab ein Forschungsprojekt dort, es gab ein Forschungsprojekt hier. Wie sieht es überhaupt mit dem Bereich der Forschung aus, auch unter Gesichtspunkten, sagen wir mal, der breiten Gesellschaft, also nicht nur der Institution Polizei oder BKA, sondern unserer Gesellschaft insgesamt? Nun bin ich natürlich hier nicht die richtige Adressatin, weil ich bin nicht die Wissenschaftlerin, die jetzt für den universitären Bereich und die Forschung das sagen kann. Ich kann Ihnen nur eins
noch sagen zu dem Bereich Forschung und der Antidiskriminierungsstelle. Unser nächster Bericht, wir schreiben alle 4 Jahre einen Bericht an den Bundestag, das ist ein Forschungsbericht, wird sich mit Diskriminierung im Bildungsbereich befassen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich, weil wir fangen von unten an, ganz unten, in vorschulische Erziehung bereits, und gehen bis ganz nach oben. Und was dabei auch, glaube ich, wichtig ist, ist, dass man auch diese Forschung, die Sie hier ansprechen, sammelt. Es gibt so viele unterschiedliche und es wäre dumm, wenn man dann wieder von vorne anfängt. Im Bildungsbereich gibt es einen Riesenstrauß von Forschungen, den man zunächst einmal analysieren muss, um dann zu einem guten Ergebnis zu kommen in der Analyse. Und das tun wir auch. Das kann ich versichern. Wir schauen, was es in diesem Bereich gibt. Aber vielleicht können Sie noch ein bisschen mehr über den Forschungsbereich innerhalb Deutschlands sagen. Das kann der Wissenschaftler besser als ich. Herr Telkesiedis, bitteschön. Mikrofon ist da. Direkt. Ja, ich meine, es ist nicht ganz leicht, das zusammenzufassen oder so, aber es ist weiterhin so, also Wissenschaftler sind auch nur Menschen, ja, also dass bestimmte Begrifflichkeiten auch vermieden werden, ja, also es gibt relativ wenig Untersuchungen über Rassismus weiterhin. Mhm. Und ich kann nur sagen, also bei den Problemen, die ich gehabt habe, um ein Stipendium zu bekommen, wundert es mich auch nicht, dass jemand, also es war ganz klar, ja, also es gibt in zunehmendem Maße Arbeiten von Wissenschaftlern mit Migrationshintergrund, die angefangen haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen, was uns zum Beispiel jetzt zum ersten Mal quasi ein paar Studien über Diskriminierung beschert hat. Irgendwie so. Und dann gibt es ein paar Leute, die schon immer daran gearbeitet haben, aber es ist weiterhin kein ausreichender Forschungsstand da. Also das ist eine ganz klare Angelegenheit. Ja. Ich meine, ich kann jetzt in die Tiefe gehen, aber es ist nicht besonders berauschend. Ich kann Vielen auch Dank. Nur ergänzen noch kurz, auch das Geld, da hapert es ja auch, nicht nur bei Ihnen, bei uns auch. Was wir an einem kleinen Forschungsbudget hatten, bei uns steht im Gesetzesauftrag Beratung, Forschung, Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe für Öffentlichkeitsarbeit 150.000 Euro, da können Sie noch nicht mal eine Kampagne machen, wenn ich nicht so gut vernetzt wäre und betteln ginge, könnten wir all diese schönen Sachen, die wir machen, nicht machen. Und im Forschungsbereich sieht es nicht viel besser aus. Die paar Euro, die wir da haben, die reichen gerade, dass wir auch wieder betteln gehen müssen und vielleicht eine freundliche Stiftung finden, die uns da auch noch unter die Arme greift. Also es ist schon, sieht schon ziemlich mau aus bei bestimmten Themenbereichen, muss man so offen sagen. Bitte. Ich würde gerne eine Anregung geben. Ist es denkbar, dass die Referenten, die verschiedene Studien erwähnt haben, diese Studien uns als Literaturliste zur Verfügung stellen, damit wir weiterarbeiten können? Das fände ich wirklich sehr hilfreich. Ja, wunderbar, gerne. Vielen Dank. Bitte schön, hier vorne. Ja, mich würde noch interessieren, nachdem diese Studie mit den anonymisierten Bewerbungen so eindeutig ausgegangen ist. Mhm. Und Sie haben gesagt, dass es ein großes Interesse von Unternehmen daran gibt. Aber mich würde interessieren, wie geht es jetzt dann eigentlich mit den Bundesinstitutionen weiter? Mhm. Also wenn eine Bundesinstitution eine solche Studie macht, welche Auswirkungen hat diese Studie dann auf andere Bundesinstitutionen? Mhm. Also wir machen es sowieso, das ist ja ganz klar. Wir waren die Vorreiter. Das Familienministerium macht es auch und zwar führt es fort. Und ich war vor kurzem auch im Kanzleramt und habe unser Projekt vorgestellt und erhoffe mir auch, dass mehrere Institutionen da weiter mitmachen. Man sieht den Erfolg Nordrhein-Westfalen. Die fangen jetzt auch an und machen es und auch im Verwaltungsbereich. Ich backe bewusst kleine Brötchen, weil wenn Sie jemanden was auf den Kopf setzen und aufstülpen und sagen, es wird jetzt sofort gesetzlich verankert, es wird jetzt gemacht, dann gewinnen Sie die Leute nicht mit Überzeugung. Die jetzt alle kommen, die sind überzeugt davon, dieses Projekt als sinnvolles Projekt einzusetzen. Und ich bin mir wirklich sicher, dass wir in den nächsten, ich sag mal, 10 Jahren ganz sicher nur noch teilanonymisiert oder anonymisiert ausschreiben werden. Erstens, international ist es längst Standard. Bei Großfirmen ist es auch gang und gäbe, dass man weder mit einem Foto noch sonst was agiert. Also Foto ist schon mal ganz wichtig, weil Foto ist wirklich in der Tat ein ungemein emotionaler Auslöser. Den finde ich nett, den finde ich weniger nett. Der sieht so und sieht so aus. Ich bin auch schon froh, wenn mir Institutionen, Verwaltungen oder andere sagen, ich
anonymisiere in gewissen Teilen. Weil eines muss man sagen, die Umstellung für einen Großkonzern auf dieses neue Konzept, der jetzt eine Software für 50.000 und mehr Mitarbeiter hat, kostet Geld. Ja, das kostet Geld. Aber ich sage mir eins, ein Unternehmen muss Interesse haben, Vielfalt zu bekommen. Also die Unternehmen, die fortschrittlich eingestellt sind, kommen schnell, die anderen brauchen länger. Je mehr Unternehmen das machen, desto mehr Best Practice, Good Practice Beispiele haben wir und desto mehr werden es auch langfristig machen. Da bin ich zuversichtlich. Bitte schön. Meine Frage geht jetzt in eine ganz andere Richtung und zwar würde ich mal gerne wissen, wie sehen denn diese Telefonstellen eigentlich aus? Ist das sowas wie eine Seelsorge für die diskriminierten Personen oder setzt man damit einen Prozess in Gang oder mir wird erklärt, wie ich eine Dienstaufsichtsbeschwerde schreibe? Mhm. Also wie stelle ich mir das vor, wenn mich jetzt jemand fragt, ich wurde diskriminiert, was kann ich machen, bringt das überhaupt was? Was sage ich denen? Das bringt eine das Sekunde, war Ihre Frage direkt dazu oder? Ja, das okay. Moment, dann nehmen wir das noch mit ja, auf, bitte. Forschung ist nicht die Frage, die Studie. Wenn ich bin krank, was ich brauche, ist nicht die Diagnose der Krankheit, ich brauche die Medizin. Die Forschung ist kein Thema für mich. Wenn meine Nachbarn institutionell und strukturell, wenn mein Nachbar denkt, ich bin ein dummer Araber, das ist nicht so wichtig für mich. Aber wenn der Jobmarkt ist so geschlossen für mich, das ist wichtig für mich. Genau, wieder Arbeitsagentur und genau. Barriere ja, zum also, Zugang. Dazu habe ich ja gesagt, wir arbeiten daran, also Sie können versichert sein, dass wir da auch was tun und dass wir mittlerweile bereits mehrere Projekte mit der Arbeitsagentur haben und ich arbeite weiter dran. Da kann ich Sie voll verstehen. Ich weiß, was das bedeutet, wenn man vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen ist. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann, weil es raubt einem die Existenz, ganz klar. Und der Arbeitsmarkt ist auch ein wichtiges Thema bei Beratung. Jetzt komme ich auf Ihre Frage. Wir beraten nicht als Seelsorger, wir beraten juristisch. Das heißt, wir haben das Gesetz, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Nach diesem Gesetz haben Menschen bestimmte Rechte. Über diese Rechte werden sie bei uns aufgeklärt. Egal, wer bei uns anruft, es wird keiner abgewiesen. Auch wenn dieser Diskriminierungsfall nicht diesem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz unterliegt, empfehlen wir natürlich dann den Menschen, wie sie gegen eine Diskriminierung vorgehen, wenn sie beleidigt werden, wenn sie gemobbt werden, was sie tun können. Und das ist auch unsere ureigenste, wichtigste Aufgabe, Menschen zu sagen, wie sie sich wehren können. Und sie müssen eines wissen, wenn unser Bundesadler einflattert, den wir Gott sei Dank an der Antidiskriminierungsstelle kleben haben, das macht schon verdammt viel Eindruck, wenn die Lufthansa oder wenn Siemens oder Bayer, ich nenne jetzt einfach beliebig irgendwelche Konzerne, ein solches Briefchen von uns mit der Bitte um Stellungnahme reingeflattert bekommen, gab es noch kein Unternehmen, die keine Stellungnahme abgegeben haben. Und das ist schön. Vielen, vielen Dank, Frau Lüders. Ihre Inspiration, das Reisen vielleicht auch das Reisen dazu beitragen kann, die Köpfe etwas zu öffnen. Vielleicht können wir ja miteinander die Lufthansa als Mäzen gewinnen, um Kinder auf Reisen zu schicken. Wir sind jetzt kurz vor der Pause. Wir werden jetzt Pause machen bis um, jetzt will ich nichts Falsches sagen, Sekunde, bis um 16.30 Uhr. Und danach machen wir weiter mit unserem vierten Referenten.